So, 2004, 2008. Nice. Das funktioniert. Ich muss keinen Finger krümmen. Ich habe wieder die Finger frei, um J-Gamer zu zeigen, dass er ein Pumpkin ist. Und um Maurice zu zeigen, dass er ein Pandier ist. Spinder. Ich bin ab heute ein Schwerverbrecher. Würdest du mich aus dem Knast rausholen? Ist es so in Deutschland, dass man Leute aus dem Knast rausholen kann? Geht es so? Oder ist das nicht nur in Filmen so? Was hast du getan? Du hast ein Shiny Starter Luma. Wie macht man Starter? Hast du die gebrütet eigentlich, das Starter Luma? Oder hast du das Spiel neu gestartet? Hallo Pictulator. Hallo Sakura, dankeschön für 5 Monate. Erzähl, warum bist du ein Schwerverbrecher? Mit einem Radar? Achso, mit einem Radar. Okay, keine Ahnung. The winner takes it all. Genau, keine Gefängnisfreikarte mehr. Hallo Elvinsko. So viele Karten schon wieder vor mir. Mir ist ein Verfahrensschreiben geschickt worden, nur geht es um eine andere Person, aber da stand meine Adresse drauf. Grund sei Ordnungswidrigkeiten. Was ist denn eine Ordnungswidrigkeit? Dass du über Rot gegangen bist. Bist du wieder über Rot gegangen? Hast du wieder Toilettenpapier vergessen und hast nicht gespült? Also ich glaube, solange dein Name nicht draufsteht, ist alles okay. Das heißt aber, dass an deinem Ort jemand wohnt, der sich seitdem nicht ungemeldet, also jemand gewohnt hat, der natürlich umgezogen ist, hoffentlich, oder du solltest mal bei deinen Wänden klopfen. Und dass die Person sich nicht umgemeldet hat seitdem. Und jetzt Ordnungswidrigkeiten begeht. Und bald klopft's bei dir. Zum einen, ich würde ja sagen, ignoriere es. Aber was ist, wenn tatsächlich, also ich glaube, wenn spätestens der zweite Brief kommt, würde ich sagen, ignoriere es nicht mehr. Hallo Virox. Ich gehe nicht mal raus, wie soll ich irgendwas gemacht haben? Eine Online-Ordnungswidrigkeit. Nee, ich würde sagen, wenn du noch einen Brief bekommst, würde ich da anrufen und sagen, yo. Hier lebt niemand, der so heißt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ewig lang da nicht drauf geantwortet wird, dann schauen die einfach bei dir vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie sowas gehandhabt wird. Genau, open up. Polizei. Da steht halt, dass das Verfahren eingestellt ist. Okay, das heißt einfach nur, da hat jemand eine Ordnungswidrigkeit begangen, der bei dir, der da gewohnt hat, wo du wohnst. Aber das Verfahren wurde eingestellt. Cool. Dann bist du ja erst recht kein Verbrecher. Ich will dauernd auf Plus drücken, aber es geht automatisch. 25 Streams von Marco. Fällt mir jetzt erst auf, wie kommst du eigentlich auf die Entstehungsinsel, dachte, es geht nur in Smaragd. Anderer Glitch. Nee, das geht in allen 3 Spielen. Also, nee, es geht in allen... Moment, geht es? Es geht nur in Smaragd, ne? Ich überlege gerade, ob es auch in Rubin und Saphir geht. Aber da geht's nicht, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe das bestimmt erklärt damals. Aber in Feuerrot und Blattgrün geht das sehr wohl, doch. Da geht das. Sicher, dass es nicht in Saphir... Und Rubin auch geht, weil du kannst ja die Form ändern dort. Weil in Rubin und Saphir ist ja das einzige Spiel, wo es tatsächlich so aussieht. In Smaragd hat es ja sofort eine andere Form. Auf jeden Fall. Es geht in Feuerrot und Blattgrün und es geht genauso mit dem Pommelglitch. Der Pommelglitch ist nur ein ganz bisschen anders.
Im Pommack-Video sagst du explizit, dass es nur ins Mark geht. Dass der Pommack-Glitch nur ins Marak geht. Aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, ob die Entstehungsinsel nicht vielleicht auch in Saphir und Rubin existiert. Aber wahrscheinlich nicht. Ich hab's nur vergessen. Im Video habe ich es bestimmt gesagt. Es sind so viele Infos, die bringen wir durcheinander. Hallo Dave. Hast du den Brief aufgemacht, Happens? Moment, stimmt ja. Im Umschlag selber stand dein Name. Okay, das ist seltsam. Lies doch mal genauer durch, hä? Wie soll das denn sein? Auf dem Umschlag, der von der Polizei oder vom Staat geschickt wurde, steht dein Name. Aber auf dem Brief, wo steht, dass jemand eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, steht nicht, dass du die Ordnungswidrigkeit begangen hast. Aber steht auf dem Brief, guten Tag, Herr verehrter Happens. Hä? Was macht das denn für einen Sinn? Free Häppchen. Oh nein. Schade, dass du beim Dalo-Event keine Zeit hast. Ja. Ich hab, ich lag in der Früh gestern im Bett, hab das gesehen und dachte mir, oh, wie nice. Da bin ich ja gemacht dafür. Und ich würde sogar, vielleicht nicht 24 Stunden durchhalten, aber 20 Stunden oder sowas. Aber dann sofort so, Moment, März. März ist schwierig, da bin ich eine Woche nicht da. Und dann gucke ich meinen Kalender, ja. Ich glaube 13. ist es. 13. bis 20. bin ich nicht da. Jetzt kann ich natürlich überlegen, ich meine, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt will, dass ich da mitmachen würde. Aber ich könnte natürlich für einen Tag irgendwo mit dem Laptop sitzen. Aber es ist halt auch kacke. Das, sowas mag ich nicht, wenn man dann irgendwie von Dalu und Samini. Allgemein ist das Event ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Mich hätte interessiert, was er einem dann geschickt hätte zur Erklärung. Allgemein ist es ja ein riesiges Event. Und er ist einer von den Hauptteilnehmern. Und wahrscheinlich innerhalb des Events machen die alle ihre kleinen Events. Und sein Event ist halt Shiny Hunten. Aber ja, ich hätte gern mitgemacht, aber also wenn man jetzt richtig hart tryharden würde, dann würde ich natürlich trotzdem an dem 15. oder glaube 15. irgendwo, ich weiß gar nicht, bin ich da in Berlin oder in Köln? Ich glaube, ich bin da noch in Berlin. Würde ich halt in Berlin in ein Internetcafé gehen? Nee, ich müsste halt mein ganzes Stream-Equipment mitnehmen. Und selbst wenn das nur das minimalste Stream-Equipment ist, das heißt Laptop, der so unfassbar laut ist, obwohl es ein krasser Gaming-Laptop ist. Laptop, Webcam, dann Blue Yeti-Mikrofon und dann halt ist die Frage, was Shiny Hunten? Wahrscheinlich, keine Ahnung, dann müsste es wahrscheinlich Giratina in der Zerrwelt sein, weil da könnte ich den DS mitnehmen und den am PC zeigen. Alles andere bräuchte noch eine zusätzliche Konsole und eine Capture-Card. Warum holst du da oben links nicht? Deswegen, ich habe das auch dann gedacht, ich könnte aber dann von Urlaub aus das machen und da sitzen und die Gelegenheit nutzen und so, aber dann sitze ich, weißt du, dann sitze ich im Urlaub im Hotel für 20 Stunden vor einem Laptop mit der schrecklichen Tonqualität und schrecklicher Videoqualität und das hasse ich halt. Ich mag mein Setup und ich habe das ja damals, als ich angefangen habe zu streamen, habe ich immer wieder so Sachen probiert, RL und vom Laptop, von zu Hause, vom Urlaub aus streamen. Die sogenannten Klo-Streams waren das. Ich saß nicht auf dem Klo, es hat sich so angehört, als ob ich auf dem Klo sitzen würde, weil die Qualität so schlecht war. Gibt es schon genaue Infos? Nee, ich habe nur diesen Tweet gesehen und ich schätze mal, Dalu würde einem halt dann mehr Infos schicken, was man denn machen soll. Aber anscheinend ist jedes Spiel, also es ist egal in welchem Spiel. Und vielleicht gibt es halt noch so eine Sache wie jedes gefangene Shiny sind extra 100 Euro, die jemand spendet oder ich habe keine Ahnung. So, warte, ich habe hier noch ganz viele Spirits, entschuldigt. JJ, du bist ein Ammonitas.
Marco, du bist ein Klick-die-Klack. Wie heißt es? Klick-klick-klack. Klick-die-Klack. Klick-die-Klack. Hannes, du bist ein Skalück. Es tut mir leid. Kitemio, du bist ein Regieleki. Und Pictulator, ulala, du bist ein Darkrai. Let's go. Oder kommst du hier in Berlin besuchen? Nope. Verox, du bist ein Mochimon. Wie heißt das eigentlich? Monomomomo. Irgendwas mit Momo am Ende, oder? Kappa Momo. Pampam Momo. Pampam, Anne, du bist Pampam. Und Daniel, du bist ein Fleckmon. Und Dino Lurky. Der kommt irgendwie oft. Du bist ein Furienblitz. Wo ist Keilflamme? Immer nur Furienblitz. Gubbel, gubbel. Dave, du bist ein, das da. Frubel, Frubeja, Frubaya, Frubella. Frubbel, frubbel, frubbel. Hätte ja schon Bock auf so ein großes Event, wie die ein englischsprachige Szene schon ein paar Mal gemacht hat. Alle kannte Pokémon zum Beispiel in 24 Stunden oder sowas, ja. Das habe ich zum Beispiel erst zu spät mitgekriegt und dann habe ich mir gedacht, fuck, da hätte ich gern mitgemacht. Aber diesmal kriege ich, ab jetzt kriege ich die Sachen immer besser mit. Deswegen, ich mache dieses Mal beim Shiny Egg Month mit im April. Und das mit diesem Fange alle Kanto-Pokémon war auch cool, ja. Ist das jetzt eigentlich ein Bug, dass bei den Sprites keine Shinies mehr dabei sind? Ah, ich habe nicht nachgeguckt. Lass mich ganz schnell gucken, ob ich das zufällig sehe, ob ich... Aber du hast recht, es sollte ja definitiv... Ich schreibe mir das auf. Spirit Shiny Check. Dan, dankeschön. Dankeschön für 2 Monate, Dan. Pokémon Colosseum sieht ja komisch aus. Ach, fuck, ich habe die Kategorie nicht geändert. Ja, das liegt daran. Deswegen bin ich auch 15 Minuten zu spät, obwohl ich schon so viel früher hier saß. Ich hab Colosseum gestartet. Und in der Theorie sollte ich mit meinem neuen Controller-Setup hier perfekt Colosseum steuern können. Und ich kann es auch steuern, ich kann nur nicht soft resetten. Und weil man mit der Z-Taste soft resettet. Ein Game Boy Advance hat aber keine Z-Taste. Und 4 Gamecubes nicht soft resetten zu können beim Shiny Hunten ist ziemlich nervig, weil ich müsste händisch auf die Reset-Taste drücken und selbst das würde in meinem Setup nicht gehen. Weil die aufeinander stehen und sowas. Und ich stehe sicher nicht, dass die sind da an der Seite und so. Aber diese Receiver hier, die ich extra jetzt geholt habe, die haben die Möglichkeit, Buttons umzumappen. Und das habe ich halt kurz davor gemacht, weil die Anleitung dafür ist ganz einfach. Ich muss einfach die Taste gedrückt halten, die ich ummappen möchte. Die wird dann zur Z-Taste. Das heißt, wenn ich Select gedrückt halte, während ich die GameCube starte mit dem Adapter, sollte die Select-Taste zu einer Z-Taste werden. Geht aber nicht. Das habe ich 15 Minuten lang probiert. Wieder hier eine andere Kombination und sowas. Und ich habe es nicht hingekriegt. Deswegen machen wir jetzt kein Entei, sondern Deoxys. Da muss ich nochmal nachforschen, weil eigentlich steht auf der Website von diesem Modul, dass man die Z-Taste auf den Game Boy Advance legen kann. Und ich brauche die Z-Taste, sonst kann ich die GameCube nicht soft resetten. Hier geht das, weil... Naja, Feuerrot hat keine Z-Taste.
Da gab es ja ein Johto-Event vor ein paar Tagen, hatten, glaub, 99 von 100 Shinies nur Raikou gefehlt und das habe ich nicht mitgekriegt. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Nicht noch, dass Leute hier die wertvollen Punkte zurückerstattet haben wollen, dafür, dass kein Shiny kommt. Ja, also solange ich das nicht bewiesen habe, habt ihr alle nur super krasses Pech. Aber die wichtige Frage ist doch, was hat die Rosa vom Lidl mitgebracht? Brot. Das hatte ich doch im Stream gesagt. Ich habe gestern Kartoffelsuppe gemacht und dann habe ich Rosa noch geschrieben, dass sie ein leckeres Brot mitbringen soll. PM7. Ich habe gestern auf jeden Fall ein YouTube-Video gesehen von, ich weiß, ich kann mir den Namen immer nicht merken, von einem großen PokéTuber, der aber Kanto gemacht hat. Alle 150 Pokémon in Kanto shiny hunted. So als Community-Event. Aber das war nicht Johto. Aber vielleicht war das auch der, nur jetzt war das für Johto live. Und für Kanto ist das Video erst fertig geworden. Warum glitscht du nicht alle vier Deoxys? Gibt ja noch genug andere, wo man nicht glitschen kann, oder? Was? What do you want, Dino Lurky? What do you mean? Was soll ich denn hier glitschen? Hä? Ah, dann heißt der PM7. Okay. Ja. Dann, das hat der gemacht. Ich weiß nur, dass letztes Jahr bei diesem Kanto-Ding hat Reversal mitgemacht. So habe ich das mitgekriegt. Mit dem RGB. RGB. Rot, grün, blau. Rot, gelb, blau. Sorry. Nee, RNG. Okay. Das heißt, du willst, dass ich alle Deoxys RNG manipuliere, was nichts mit Glitchen übrigens zu tun hat. Und warum willst du, dass ich das mache? Ich habe doch in meinem Video gesagt, dass ich das als, nicht als Cheaten sehe, aber dass das kein, ja, why not? Weil das Cheaten ist. Es ist kein Cheaten, aber für mich ist das nicht legites Shiny Hunten. Dann habe ich in 2 Minuten alle Deoxys. Toll. Kann ich auch verstehen. Ja, aber das weißt du doch. Was fragst du denn hier? Bin ich schon wieder stinksauer? Ich bin schon wieder gereizt. Genau, wenn man es nicht macht, sagen alle, warum machst du kein RNG? Und wenn man es macht, schreien alle, ah, du Cheater. Bisschen bereue ich, über RNG geredet zu haben, weil jetzt so viele auf dem Discord darüber reden. Ich meine, zum anderen, ich habe ja gesagt, dass es okay ist und dass man dazu stehen soll, wenn man das macht und sowas. Aber ich hätte nicht erwartet, dass ich damit Pandoras Box öffne und jetzt alle RNG manipulieren. Aber okay. Oh, ich will dauernd Plus drücken. Aber es geht von alleine. Ist ja fast langweilig. Du könntest halt Zeit sparen und dafür andere machen, wo das nicht geht. Okay, bei wem geht's nicht? Bei wem kann ich nicht RNG manipulieren, Lurky? RNG-Manipulation mit Bann bestrafen. Nee! Ich find's nur lustig. Ich find's interessant. Nee, wirklich, ich habe nichts dagegen, wenn Leute es machen. Aber gleichzeitig habe ich damit die Truhe eben aufgemacht, oder Pandoras Box aufgemacht, dass wenn ich jetzt irgendwas mache, sagt jeder, warum RNG manipulierst du das nicht? Woher soll ich das wissen? Du bist doch unser Meister. Du kannst alles RNG manipulieren, so gut wie jedes Pokémon. Also vielleicht Gen 9 nicht, aber in Gen 9 habe ich alle Shinies. RNG Manipulation geht so gut wie in allen Spielen. Ich könnte sogar das Entei in Kolosseum RNG manipulieren. Du könntest sogar dein Let's Go Mewtwo, was du dir geholt hast, das kann man nicht RNG manipulieren. Dafür jedes andere Mewtwo in jedem anderen Spiel. Wie zum Beispiel in BDSP kannst du auch jedes Pokémon RNG manipulieren.
Läuft das Schneiden von Gen 4, finde die Videos mega und freue mich schon drauf. Oh, schwapp mal. Das ist gut, dass du fragst, denn ich bin tief im Schnitt drin. Ich stecke so tief im Schnitt drin. Das Video soll rauskommen am... Also ich muss fertig werden am Video mit dem 10., am 10. Also ich habe jetzt 10 Tage Zeit, um das Video fertig zu machen, was knackig wird. Weswegen wahrscheinlich nächste Woche wenig Streams sein werden. Dafür aber nachts Final Fantasy oder mal gucken. Weil das Video bis zum 10. fertig sein muss, weil ich dann eine Woche weg bin. Jetzt ist es aber so, dass ich das Video am 10. nicht rausbringen will, weil das ein Sonntag ist. Sonntag ist schlecht, um Videos rauszubringen. Der beste Tag, um Video rauszubringen, ist wahrscheinlich der Donnerstag und es wäre dann der 14. Das heißt, ich würde das Video bis zum 10. fertig machen, dann für die Patreons hochladen. Die Patreons würden es dann wahrscheinlich am Montag sehen, am 11. Und dann kommt am 14. es für YouTube raus. Das ist der Plan. Und an den muss ich mich halten. Weil sonst geht gar nichts. Ja. Für Patreons kommt das Video am 11. und für YouTube kommt das Video am 14. Und ich habe heute, also ich habe gestern es geschafft, komplett das ganze Video zu rohschneiden. Das heißt, es war tatsächlich all das Videomaterial, also nicht das Videomaterial. Einfach nur ich, wie ich da stehe und erzähle, war 4,5 Stunden lang. Das habe ich zusammengeschnitten. Und ich habe wirklich so oft Sätze neu gesagt, weil ich diesmal so drauf geachtet habe, komplette ganze Sätze perfekt zu sagen, dass ich nicht schneiden muss dazwischen. Komplette Absätze sage, ohne zwischendrin schneiden zu müssen und sowas. Deswegen war da eben viel Leerraum und viel Quatsch drin. Und ich habe es geschafft auf 1 Stunde und 3 Minuten. Das Video ist im Moment 1 Stunde und 3 Minuten lang, was aber nur ich bin, der vorm Greenscreen steht und redet. Es gibt keine Außenaufnahmen. Was meinst du? Das ist immer noch lang nicht. Kunert, du bist ein Jurob. Hatten wir doch gestern erst ein Jurob. Wäre nicht auch Outtakes was für Patreon? Ja, aber mach ich nicht. Es gibt keine Outtakes, die lustig sind. Im Gegenteil. Wenn ich mich verspreche, dann ist es traurig und dann rage ich. Und das soll keiner sehen. Outtakes sollen lustig sein. Ich dokumentiere den ganzen Prozess und dann kommt es auf Patreon, wie ich das Video gemacht habe. Ich dachte, du wolltest Außenaufnahmen mit reinbringen. Eine einzige wollte ich mit reinbringen und da weiß ich auch schon, was das ist. Aber das muss ich irgendwann halt nächste Woche aufnehmen. Dafür muss ich in den Wald fahren. Für ein 2-Sekunden-Bild. Und ich habe sogar Schiss, dass ich bei diesem 2-Sekunden-Bild, was ich aufnehme, von euch Stress bekommen. Pikachu Master, du bist ein Archaeopteryx. Bist du nicht an 3 Seen gereist, um Außenreportagen zu drehen zu den Seen? Nope. Und dann war das Video 1 Stunde und 3 Minuten lang, aber das ist eben nur, wie ich vorm Greenscreen stehe und rede und die Story quasi dramaturgisch durchgehe, was passiert ist. Und diese 1 Stunde und 3 Minuten muss ich jetzt halt schön schneiden. Und das werde ich jetzt die ganzen nächsten 10 Tage machen. Und es wird knapp, ob ich das schaffe, aber ich versuche es. Ich muss es schaffen. Und selbst wenn ich die Nacht durchschneide und so, oder eben nicht streame. Weil ich muss halt jetzt das ganze Gameplay, was ich habe, da dazwischen schneiden. Das heißt, es wird länger als 1 Stunde und 3 Minuten, weil natürlich Szenen reinkommen wie und dann ist das passiert und dann kommt der Stream-Ausschnitt, was passiert ist. Ich glaube, ich werde aber noch ein paar Sachen rausschneiden. Zum Beispiel habe ich ein Kapitel, das heißt einfach nur die Story beginnt oder die Reise beginnt und ich glaube, das
mach ich einfach raus und gewinne 10 Minuten. Mal schauen. Was willst du denn machen im Wald? Honig an die Rinde schmieren? Jetzt sag doch das nicht, Menno. Ja, will ich. Und ich habe mir schon überlegt, okay, wenn ich jetzt einfach in ein Honigglas reingreife und Honig an der Rinde schmiere, kommen die Leute und sagen, du Verschwender, die armen Bienen haben umsonst gekotzt. Deswegen, haha, ich denke direkt voraus, nehme ich veganen Honig. Dann kann man zumindest nicht sagen, dass ich irgendwelche Bienen ausgenutzt hätte. Dann können trotzdem aber immer noch Leute sagen, dass es Nahrungsverschwendung ist. Und ich würde argumentieren, es ist nicht Nahrungsverschwendung, weil es hat ja einen Sinn. Es ist ja für das Video, dass das Video besser ist. Deswegen ist es nicht wirklich eine Verschwendung, aber es ist halt, es wird halt nicht gegessen, weil ich werde sicher nicht den Honig dann von der Rinde ablecken. Aber vielleicht werden andere Tiere es ablecken und die hatten ein schönes Leckerli. Oder sie sterben dran, weiß ich nicht. Nee, oder? Wie soll man denn daran? Also es kann ja nicht viel. Es gibt doch bestimmt kein Tier, was an dem. Vielleicht ist es eine Fliegenfalle und die ganzen Fliegen sterben dann. Oh nein! Und Rosa steht hinterm Baum mit meinem Faxo-Plüschi. So, nee. So wollte ich das eigentlich, so tief wollte ich das. Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, irgendwo rauszufahren und an. Baum mich zu stellen. Was, wenn mich jemand sieht? Ich kann mir auch schon vorstellen, für welches Pokémon die Aufnahme ist. Nee, ich will nicht, das fände ich cringe, wenn da so, ich habe sowieso schon mein Mamfaxo-Plüsch in der Aufnahme drin. Aber wenn dann da so ein Mamfaxo-Plüsch neben dem Baum steht, das finde ich dann ein bisschen komisch. Nee, ich will einfach so wirklich handtief in so einen Honig reingreifen, was schon mal widerlich ist, aber ich liebe sowas, ich finde sowas so lustig. Und dann einfach gegen den Baum schmieren. Und das ist einfach 2 Sekunden, wenn nicht weniger. Und dann in der Beschreibung steht, das war veganer Honig, ihr Idioten. Honig war nicht mehr für den Verzehr geeignet. Jeder Honig ist für den Verzehr geeignet. Honig kann nicht schlecht werden. Der einzige Weg, wie man das komplett ohne irgendjemanden macht, ohne jemandem auf die Füße zu treten machen würde, wäre wahrscheinlich, wenn ich zu wilden Bienen hingehe und denen, ohne sie auch nur ansatzweise zu stören, weil das geht schon nicht. Das geht schon nicht. Da wird schon ein Veganer sagen, nein, sobald du denen den Honig wegnimmst, ist es schon vorbei. Das war der Joke. Na, ich verstehe keinen Spaß, verdammt. Ich warte dann auf den Kommentar, hättest wenigstens echten Honig verwendet, der vegan ist doch tödlich für Tiere. Das kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann man den Honig nicht Computer animieren? Okay, stimmt. Oder oder ich nehme ein leeres Glas und greife da rein und schmiere es gegen die Wand, gegen den Baum. Das finde ich fast noch witziger. Nee, das finde ich eigentlich nicht. Nee. Und dann in die leere Hand nehme ich einfach so ein PNG von einem Honig. Auch unausgeschnitten, einfach mit weißem Hintergrund noch. Und dann schmiere ich dieses PNG gegen das Bild. Oder ich drucke ein Bild von dem PNG-Honig aus und tacker das an den Baum. Warum mache ich mir Gedanken über sowas, wenn buchstäblich Streamer da draußen die krasseste Nahrungsverschwendung jeden Tag begehen in ihren Kochstreams? Wo sie einfach mit Eiern auf sich schmeißen. Da finde ich die erste Variante viel lustiger. Du meinst ein leeres PNG? Oder du meinst einfach echten Honig? Anschmieren. Ich finde auch, ich mag nämlich diese TikToks, wo Leute so widerliche Sachen machen.
Also zum Beispiel eben einfach in so einen tiefen Topf mit Bohnen greifen bis zum Arm mit den Ärmeln nach unten gezogen, sowas. Ich finde es so lustig. Und ich habe so eine, wir haben nämlich noch Reishungerhonig. Und Reishungerhonig ist Honig aus Reis, wie auch immer das funktioniert. Der schmeckt okay, kommt lange nicht an echten Honig ran. Aber ich benutze den in so Quark und sowas oder zum Kochen. Und den, ich hätte halt einfach meine Hand so aufgemacht und die komplette Tube auf meiner Hand ausgeleert und dann gemacht. Aber irgendwie ist es noch lustiger, in so einen tiefen Kübel reinzugreifen und Honig rauszuholen. Keine Ahnung, ich übertreibe da ein bisschen für 2 Sekunden von einer Stunde. Baum verletzen mit Tucker? Ja, ich weiß. Das ist dann wirklich ein CGI-Tucker, keine Angst. Mal schauen, ob ich mich überhaupt traue, rauszugehen mit einer Kamera. Ja, am besten noch mit Winnie-Pooh-Outfit. Nein, dann werde ich von China verklagt. Hallo Thorax. Ey, wir sind schon bei... wir haben schon 200 Resets gemacht. In 35 Minuten. Und das, ja, aber so, das, man könnte das komplett übertreiben und jede Szene in dem Video könnte sowas sein. Aber dann wird das Video in einem Jahr nicht fertig. Aber manche geben sich so krass viel Mühe bei sowas. Aber das wird sowieso schon aufwendiger als das davor. Solange es jedes Mal krasser ist als das davor. Wobei ich wüsste nicht, wie man das mit Gen 5 dann überbieten kann, weil Gen 5 wird so kurz im Vergleich dazu wahrscheinlich. Was ist dein Plan, falls der Förster dich erwischt? Der Förster? Ich glaube, sowas gibt's hier gar nicht. Nein, bestimmt. Aber ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich gehe einfach... Ich weiß nicht, wo ich... Also wir waren schon oft genug irgendwo wandern, wo einfach niemand irgendwo ist. Aber ich will jetzt auch nicht eine Stunde irgendwo hinfahren. Ich kann auch einfach hier zu einem Baum gehen, mich filmen. Es würde niemanden kümmern einfach. Nur es ist mein Kopf, der dann sagt, oh Gott, es ist peinlich, ich kann das nicht machen. Ich muss irgendeinen Ort suchen, wo ich weiß, dass niemand ist und dann mit meinem Smartphone zitternd so Honig an die Rinde schmieren. Wahrscheinlich vergesse ich dann auch sowas wie halt Zeug zum Saubermachen mitzunehmen, sodass ich dann mit einer kompletten Honighand wieder zurückfahren muss. Das kannst mit Leo bald eine Zelle teilen. Es gibt hier... Ich meine, genau genommen kann ich auch zu dem kleinen Baum vor unserer Tür gehen und es da machen. Wie ist Leuten sowas nicht peinlich? Die ständig RL streamen. Wie können die überleben? Ich würde einmal RL streamen und es wird, irgendjemand wird sagen, was machst du da? Das ist voll doof. Und ich würde sagen, oh mein Gott, er hat recht. Und würde nie wieder rausgehen. Naja. Morgen auf YouTube, dein Streamer wurde im Wald gefilmt. Schlagzeile überlegt sich die Bild. Streamer tötet. Biom. Nee, wie sagt man da? Naturschutzgebiet. Mit einer Handvoll veganem Honig. Ökologisches Gleichgewicht außer Kontrolle. Pokémon Schuld. Ich hätte da auch Fremdscham. Die haben kein Schamgefühl. Aber wie kann man kein Schamgefühl haben? Sind die alle, keine Ahnung, als, wie nennt man die Leute, die nur nackt rumlaufen? Als Exhibitionisten
aufgewachsen. Cringe wird viel geklickt. Ich kann mir Cringe noch nicht mal anschauen. Ich vergleiche das immer mit Comedy Street damals. Comedy Street war schon lustig und ich mochte es auch irgendwie auch, aber jedem dritten Comedy Street Clip musste ich einen Sender weiterschalten, weil ich es nicht mit anschauen konnte, weil mir das so peinlich ist. Fremdschämen. Es gibt einen Grund, warum Fremdscham ein deutsches Wort ist. Ich glaube, so gut wie in keiner anderen Sprache, wahrscheinlich gibt es schon Sprachen, wo das Wort auch existiert. Aber im Englischen existiert Fremdscham nicht. Wobei, es ist Cringe inzwischen. Ich glaube, Cringe hat inzwischen das die Fremdscham. Ja, Cringe. Aber Cringe ist ein ziemlich neues Wort. Woher kommt... Cringe kann kein Wort sein, was irgendwie 100 Jahre alt ist. Weil das benutzt man echt erst so seit 5, 6, 7 Jahren. 10 Jahren. Cringus Maximus. Foreign Shame. Genau. Alien Shame. Shame Alienation. Du wohnst doch schon in einer Großstadt, da lernt man doch sowas. Wie man kein Schamgefühl hat. What? Hä, warum? Sagt man sich das auf dem Dorf? Ah, die Großstädte haben alle keine Scham. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, nur Menschen, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, haben diesen Blick auf Großstadtmenschen und Dorfmenschen. Ich habe in München gelebt und jetzt in Dublin. Das sind beides zwei Großstädte. Wobei München ist ein Dorf. München ist eine sehr kleine Stadt im Vergleich zu all den anderen Großstädten. Es ist vielleicht gerade mal eine Großstadt. Da war es wirklich so, wenn ich in München rausgegangen bin, was früher schon öfter war, habe ich immer random jemanden getroffen, den ich kannte. Auch wenn es nur so Hi oder so ein Zunicken ist. Jedes Mal. Und das bei einer Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern. Aber klar, man hat immer Gemeinsamkeiten und dann trifft man sich da natürlich. Weil einem niemand kennt. Ich wohne ja selber in der Großstadt. Mittlerweile renne ich sogar einem FaceTime-Videocall durch die Innenstadt und rede dann auch laut. Oh, schrecklich. Ich hasse dich. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Standard-Großstadt-Mensch ist, aber dann bin ich das definitiv nicht, weil ich hasse alles, was laut ist. Hassen ist übertrieben, aber für mich war Japan sehr schön. In Japan, wo alles schön ruhig ist. Und keiner redet. Und wenn, wird alles nur so sehr seicht geredet, so wie ich jetzt. Und niemand versucht, jemand anderen auf die Nerven zu gehen. Jeder denkt an die Gemeinschaft und nicht an sich selber. Es war sehr schön da. Nur eine Regel gibt es, im Bus keinen Lautsprecher an, das nervt. Allgemein, für mich, also ich finde, wobei ist übertrieben, Klingeltöne sollten abgeschafft werden. Handys brauchen keine Klingeltöne. Wobei das stimmt auch nicht. Manchmal muss man einen Klingelton anmachen, wenn man wirklich einen Anruf erwartet, den man nicht verpassen darf. Okay. Aber allein wenn ich Leute irgendwo sehe, die schreiben auf dem Handy und es macht klick, 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 klick. Was ist falsch mit dir? Warum willst du, dass dein Handy klick, 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 klick macht? Ich glaube, ich kann nicht glauben, dass Leute das wollen. Ich glaube eher, dass Leute so, keine Ahnung, so erstens wenig Ahnung von Technik vielleicht haben, dass sie gar nicht wissen, dass man das ausstellen kann. Und dass Leute einfach so, also sehr viele Leute, glaube ich, fällt es nicht auf, dass es überhaupt ein Geräusch macht. Und ich denke mir so, was? Zu faul auszumachen, genau, zu faul auszumachen, checken nicht, dass, weißt du, die haben sich sofort an den Sound gewöhnt und merken gar nicht, dass der da ist. Das verstehe ich nicht. Ich würde zum Beispiel, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und ich kriege einen Anruf, würde ich bei dem Anruf sagen, hey, ich bin gleich zu Hause, ich rufe dich später an, damit ich nicht in der Öffentlichkeit telefoniere, um andere zu nerven. Aber ich weiß, dass ich bin extrem und ich mache mir das Leben oft auch schwer, weil ich so extrem bin. Und ich wünschte, ich wäre nicht so, aber
ich bin viel zu... Also ich schäme mich so krass fremd über andere oft, dass ich niemals will, dass sich jemand über mich so krass fremd schämt, weswegen ich extrem vorsichtig bei solchen Sachen bin. Ignoranz bei weißem Rauschen zwischen den Ohren. Ich will immer noch auf die Plus-Taste drücken. Ich wünsche, die Leute würden in der U-Bahn ihre Klappe halten. Ich meine, man kann ja reden, aber dieses... Es gibt Leute, die haben einfach so ein lautes Organ. Aber die Leute, die ein lautes Organ haben, denen fällt auch nicht auf, dass sie ein lautes Organ haben. Ich kenne viele auch noch aus der Schule und denen ist es nie aufgefallen, dass sie so laut reden. Aber ist klar, ist ja deine Stimme. Du bist an deine Stimme am meisten gewöhnt. Bei uns... Wir sind heute aufgewacht und es liegt Schnee in diesem Land. Und das ist extrem krass. Es liegt Schnee, also jetzt nicht in Zentimeter oder sowas, aber so, dass alles weiß ist. Und schlammig natürlich. Und das ist extrem, extrem, extrem selten. In diesem Land hier gibt es ja, ne, es gibt Bäume, sind hier Palmen, also sehr viele Bäume sind hier Palmen einfach, weil es hier nie sehr kalt wird. Und es ist auch... Leute haben nur Sommerreifen. Es gibt hier gar keine Winterreifen. Die wissen gar nicht, was es ist. Also wahrscheinlich wissen sie, was es ist. Aber keiner hat welche. Sodass, wenn mal so ein Wetter ist, wo tatsächlich Schnee liegt, also Mattschnee auch, dass die Straßen sind Chaos. Der Schnee ist, wäre jetzt in München zum Beispiel, ist gar nichts. Da würden noch nicht mal wahrscheinlich irgendwelche Schneefahrzeuge kommen. Sondern es wird halt einfach von den Autos, die Schneereifen anhaben zu der Jahreszeit, wird halt einfach weggedrückt werden und wäre nach einer Stunde weg alles. Hier, die S-Bahn fährt nicht mehr, weil die Gleise nicht sauber gemacht werden können, weil die nicht wissen wie, weil sie es nie machen müssen. Die Busse fahren extra langsam. Alle Autos sind super vorsichtig und ängstlich am Fahren, weil ein bisschen Matsch auf der Straße liegt. Das ist so faszinierend. Notausstand. Es liegt 1 Zentimeter Schnee. Im März soll es auch wieder kalt werden. Ja, es ist März. Yes, yes, yes. Aber Schnee sieht so schön aus. Ich hab nichts gegen Schnee. Aber ja, in der Großstadt ist es eklig, weil da ist es nicht weiß, da ist es dann grau und dann ist da überall Salz und dann ist es schlecht, das Salz fürs Auto und schlecht für innen drin, wenn man es reinträgt und dann ist es auch kein Salz, sondern diese ganzen kleinen Kiesel, die überall liegen. Und dann hast du die Kiesel im Schuh und dann gehst du rein und dann streifst du mit dem Schuh das Parkett und dann hat dein Parkett einen Kratzer. Oh nein. Aber ansonsten, wenn du weiter rausgehst und liegt da einfach so Schnee. Nutzen die bei dir noch Salz? Hier, wenn hier, sobald es ansatzweise 3 Grad hat, holen die Leute das seltsamste Salz raus, was liegen bleibt. Und es war erst letztens vor 3 Wochen oder sowas, vor unserer Haustür liegt da einfach so weißes Zeug, was nicht mal schmilzt. Es geht nicht mal weg, Scheit. Es hat ewig gedauert, bis es wieder weg war. Leute gehen da wirklich rum mit so riesigen, oh, so, das ist so künstlich, so chemisches Salz. Ich habe keine Ahnung, was das war. Die sind hier kein Schnee gewöhnt. Das heißt, es ist erst seit ein paar Jahren so, dass es halt wegen der Klimaerwärmung ist es hier so kalt im Winter, dass die Leute auf einmal halt Probleme haben. Aber die passen sich natürlich nicht drauf an. Deutschland ist natürlich auf die Kälte angepasst. Hier holen die Leute ihr Kochsalz raus und streuen es rum.
Dabei ist es noch nicht mal so kalt, dass du Angst haben müsstest, irgendwie auszurutschen. Es ist einfach nur, oh mein Gott, es ist kalt, wir müssen das machen, oder? Wegen der Umwelt dürfen wir kein Salz mehr nehmen, ist eine Art Lauge. Okay, vielleicht ist es kein Salz, was die da, aber es ist auf jeden Fall so halt, es war eher weiße Kiesel, so sah das aus. Und es hat ewig gedauert, bis es wegging. In Schottland damals meinte auch einer, wenn hier Schnee liegt, dann ist die Grundversorgung gefährdet. Ja. Du, ich gehe ja nicht raus. Ich weiß nicht, was sie da draußen benutzen, aber eigentlich benutzen die gar nichts. Vor allem bei dem Schnee sollte man auch noch nichts benutzen. Das ist wirklich nicht schlimm. Und es ist ja auch nicht Gefrierpunkt. Es hat gerade 4 Grad. Okay, 4 Grad fängt es an, dass man sagt, Achtung, Winterreifen. Aber ist jetzt nicht so, dass da draußen irgendwie Glatteis ist. Oder irgendwie Schnee, in dem man stecken bleibt. Die Leute kennen es einfach nicht und sind super ängstlich. Und weil sie Sommerreifen haben, sind sie erst recht, zu Recht sind sie vorsichtig dann. Aber im Origindex habe ich eben heute eine Stelle geschnitten und ich habe es Rosa gezeigt, die Stelle, und sie musste auch sehr lachen. So in jedem Video baue ich natürlich eine Stelle ein, bei der ich sage, dass man doch bitte subscriben soll, wenn man es noch nicht hat und so weiter, und Patreon und sowas. Und diesmal habe ich es so kreativ und lustig wie noch nie gemacht. Und ich glaube, wenn man es so macht, dann kann man nicht böse sein, dass man kurze Werbung für sich selbst macht. Ich meine, genau genommen sollte ich mir sogar für so ein großes Video einen Sponsor extra holen, den ich dann auch einbaue. Aber ich hasse Sponsoren so sehr. Aber ich verrate nicht. Ich wollte schon fast rausrendern und posten. Aber ich darf nicht zu viel euch vorher zeigen. Das ist doch auch blöd. Dann wisst ihr schon, was kommt. Es muss eine Überraschung sein in dem Moment. Shiny Luck, Dankeschön für 3 Monate, Mr. Direct. Dankeschön. Wird eigentlich das Licht vom Game Boy Advanced... Das wurde doch rot, oder? Wenn die Batterie dann zur Neige geht, oder? Oder bleibt die... Geht das Ding einfach aus? Ich meine, es wäre nicht schlimm, wenn es ausgeht. Hier geht es ja um keinen Speicherstand oder so. Ich glaube, der Advanced wurde rot, das Licht. Ja, wurde rot. Okay. Dann weiß ich wenigstens. Und dann, weil ich bin mal echt gespannt, wie lang der hält als Controller. Weil es ist noch nicht mal ein Bild drauf. Da ist einfach nichts. Es ist einfach nur... Die Buttons reagieren und es sendet ein Signal. Aber eigentlich sollte so ein Game Boy Advance schon echt lange an Batterie halten, weil das Ding, das meiste, was doch Batterie saugt, ist doch, glaube ich, die Beleuchtung. Den Bildschirm leuchten zu lassen, was ein Advance noch nicht mal konnte. Schon 300 Resets habe ich gemacht. Ey, es geht so geil schnell, oh mein Gott. Kann man gar nicht sauer sein, wenn es dann irgendwie 14.000 Resets werden. Lotschi. Lotschi, danke für dein Prime. Der erste Prime. Der erste Prime von Lotschi. Das ist das Destiny, die Schicksalskinder. Schicksalskind. Destiny Children. Destiny's Child. Das Kind des Schicksals. Aber das sind 3. Warum heißen die so? Sind so die Fragen, die mich nachts wach halten. Hab mir im Dezember ein GBA in OVP gegönnt, war damals meine zweite Konsole, die ich bekommen hatte. Nice. Aber wenn du sie dir OVP gegönnt hast, dann packst du die nicht aus, oder? Oder packst du sie, hast du sie, oder war die schon ausgepackt? Also sie war nicht eingeschweißt wahrscheinlich, oder? Das heißt, du packst es vorsichtig aus, wenn du sie benutzt.
Das ist immer noch meiner von aus meiner Kindheit. Ohne Ende habe ich auf dem Pokémon gespielt. Aber ich habe nie ein Gen 3 Spiel auf diesem Game. Das allererste GBA Spiel, das ich jemals hatte, war Smaragd. Ich habe damals den Game Boy Advance unbedingt gewollt und dann gekriegt, aber habe an dem immer noch nur die ganzen Game Boy Color Spiele gespielt und nicht die. Ich habe nie ein Game Boy Advance Spiel gehabt, aber ein Game Boy Advance. Weil er ist so viel geiler. Das Format ist so gut zum Halten und so. Und das ist die Tasten da oben habe ich auch nie benutzen müssen. Das ist so ein gutes Format einfach im Vergleich zu diesem riesigen Gameboy. Und es ist eigentlich eine Switch, ne? Wenn man sich das mal überlegt. So Bildschirm und rechts und links die Tasten dafür. Damals hat keiner geschrien. Konsole in den nächsten 20 Jahren geleakt. Same. Nice. Hikaru. Also ich bin bei 70.000 bei Glumanda und werde langsam sauer. Aber machst du es auch mit mehreren Konsolen? Wie willst du denn, wann hast du denn 70.000 gemacht? Das dauert doch. Glumanda, Feuerrot wahrscheinlich. Dauert doch ewig. Oh mein Gott. Ich habe mir jetzt ein GBA gekauft, wegen E-Reader und so weiter, aber war geschockt, weil der echt null Displaybeleuchtung hat. Null. Null. Ich frage mich auch, wie zum Teufel, ich meine, der ist jetzt schwarz. Der Bildschirm ist jetzt gerade schwarz, also tatsächlich auch schwarz gefärbt. Ich frage mich auch, wie? Aber ich weiß noch, wie ich halt so im Urlaub saß und extra so in der Sonne, den in die Sonne gehalten habe und sowas. Das war schon krass damals. Und dann der SP war ja eine Revolution, aber den habe ich nie gehabt. Das war mein letzter Handheld, bevor ich mir die Switch gekauft habe. Den 3DS habe ich mir sogar geholt, nachdem ich die Switch hatte. Mit 4 Games, also auch 500 die Stunde etwa. Naja, hast du ja gemeint. Ist mir sogar beim SP zu wenig von der Grundbeleuchtung. Also ich glaube, wenn ich einen modden würde, dann würde ich den GBA modden. Ich weiß, der SP hat so viele Vorteile, aber ich liebe den einfach. Ich würde wirklich den hier modden wollen. Neuen Bildschirm rein, neue Batterie hinten rein. Und dann, weil eigentlich optisch, der hat null Kratzer und sowas. Der ist wirklich noch richtig gut im Schuss auch. Auch hier hinten gar nichts abgeht. Normalerweise nach einer Zeit geht der Sticker ab oder wird so gefadet und sowas. Gar nichts. Die Sticker wurden damals so viel besser gemacht. Ich meine, wenn du heute mal den PlayStation-Controller anschaust von unten. Habe ich jetzt keinen da. Diese ganzen Aufkleber da hinten sind sowas schon ausgefadet oder abgefriemelt oder so viel Schmutz zwischen den Tasten und hier ist einfach nichts. Einfach gutes, simples Design. So wie ein Nokia-Handy damals. Der GBA ist dann echt nur für E-Reader. Aber warum geht eigentlich der E-Reader nicht mit dem Analog Pocket? Ach so, weil der so hier oben in alle Richtungen geht, oder? Und der Pocket hat da den Bildschirm. Nur deswegen? GBA liegt besser in der Hand, auf jeden Fall. Aber was war nochmal der Vorteil? Ah ja, der große Vorteil von, also fürs Shiny-Hunten war der große Vorteil von den SPs, dass du sie hinlegen kannst und dann der Bildschirm hochgeht. Und dann kannst du halt 4, 8 Stück so vor dir haben und einfach die Buttons drücken. Was bei dem auch geht, aber du siehst halt nichts. Und deswegen nehmen die Shiny-Hunter den SP. Aber aber ja, SP ist wahrscheinlich günstiger, als sich eine Gamecube mit Gameboy-Player zu holen. Aber ich brauche keinen SP, ich habe 4 Gamecubes. Aber ich glaube, wenn man den SP kann man ja sicher auch Screen modden und dann ist der um einiges heller. Der SP hat halt Akku, ne?
Nee, es ist schon cool, dieses ganze Retro-Feeling. Ist schon irgendwie geil, den wieder in der Hand zu haben. Aber so ein E-Reader, ich habe auch mal geguckt, wie viel die kosten. Boah. Es wäre auch schon cool für so manche Sachen. So die Blissy-Sachen, so die Events. Spielen einfach, beziehungsweise, was gab's da? Es gab da auch diese, in Kolosseum konntest du doch was einlesen und dann konntest du in Kolosseum in so einen geheimen Raum, wo du, glaube ich, dann Shirox und Togepi findest zum Kämpfen oder halt zum Fangen. Links oben, hallo? Rote Konsole, bitte, hallo, rote Konsole? Okay. Ah! Okay. Keine Ahnung, was das war. Okay, aber er will nicht reagieren. Okay. Keine Angst, es ist nicht die Bubi GameCube. Rechts oben ist die Bubi GameCube. Aber es kommt kein Bild. Hä? Da ist sie. Ey, Azrael. Ich spiele GBA Games lieber auf dem DS. Ich muss auch sagen, der DS Lite liegt so geil in der Hand. Und das ist einfach, der geht so viel schneller an. Er geht schnell an, Spiel startet schnell. DS muss erstmal das Menü laden und oh. Aber dafür ist die Knopfverteilung vom DS Lite so blöd, weswegen man die Spiele nicht so gut soft resetten kann. Alles hat einen Vorteil, alles hat einen Nachteil. Was bedeutet Cap Off? Wenn du 1 Milliarde Punkte sammelst, nehme ich meine Cap Off. Ich weiß, kompliziert, aber so ist das. Meine Frau killt mich, den hat die vor knapp 20 Jahren zum Geburtstag bekommen, den darf ich nicht modden. Olli, danke schön für 2 Monate. Ja, der 2. Monat ist der wichtigste. Das ist nämlich wirklich die Abo-Falle, ja. Dann spare ich mein ganzes Leben drauf. Sehr gut. Es ist nicht dein ganzes Leben, es ist nur 30 Jahre, 24 Stunden am Tag zuschauen bei Tier 3. Es ist nicht ein ganzes Leben. Ich habe jetzt 3 Monitore, du hattest recht, es ist schon geil, wenn man das hat. 3 Monitore. Ich glaube, 4 Monitore ist auch geil. Ich habe nur so Setups gesehen von Leuten, die dann noch einen riesigen Fernseher über sich haben. Und dann sehe ich, wenn die streamen, ist auf dem Fernseher Spotify. Und da denke ich mir dann, Bro, chill. Ich meine, ich bin mir sicher, die haben den Fernseher nicht extra angebracht, nur um einen weiteren Bildschirm zu haben, sondern eher so im Sinne von ich habe sowieso den Fernseher und von hinten zocke ich an dem Fernseher und deswegen ist er sowieso da und natürlich als Spotify drauf. Aber ich würde sagen, 3 reicht komplett. 3 ist vollkommen ausreichend. Ich glaube, niemand braucht mehr als 3. Aber klar, selbst wenn ich jetzt einen 4. hätte, hätte ich Sachen, die ich da drauf tun kann. Spotify in 60 Zoll, ja. Ja. Sieht cool aus, wenn er das Musikvideo noch läuft und so. Toni, ich glaube, du hast dich verschrieben, Toni. Ich glaube nicht, dass du so jung bist. Das darf nämlich gar nicht sein, wenn du verstehst, was ich meine. Wir sind gespannt. Dadurch, dass das Deutsche langsamer läuft,
verpasse ich da manchmal den A-Druck, weil ich drücke so schnell A, wo das japanische Spiel ist schon dabei und das deutsche... Ach ja, wir können auch eine Vorhersage machen. Happens, wenn du willst. 5 Minuten Vorhersage. Shiny Deoxys. 1, 2, 3, 4, 0. Also, was heißt zumindest? Das heißt so viel wie erster Bildschirm, zweiter Bildschirm, dritter Bildschirm oder vierter Bildschirm. In welchem kommt das Shiny? 0 heißt, es kommt heute gar nicht. Wenn ihr Cap-Off irgendwann machen wollt, dann macht jetzt mit bei der Vorhersage. Sagt vorher, in welchem der 4 Bildschirme das Deoxys auftauchen wird. Beziehungsweise wird es heute gar nicht auftauchen. Wahrscheinlich sagen die meisten Leute, es wird gar nicht auftauchen. Aber die Person, die sagt, in welchem Bildschirm und dann auch noch recht hat, da rollt dann das Cash. Oder sollten wir lieber machen rechts, links? Ist es nicht hart? Ist es nicht zu hart? 1 zu 4? Das ist zu hart. Rechts, links oder oben, unten? Rechts, links oder oben, unten? Machen wir oben oder unten? Kannst du es so schreiben? Oben, unten, gar nicht. Wo wird das Shiny erscheinen? Oben, unten, gar nicht. Ja, komm, dann 4. Nee, das ist zu krass. Stell dir vor, es kommt und dann ist es nicht 4. Nee, es ist 50-50 schon hart genug, glaube ich. Shiny Deoxys. Oben, unten, gar nicht. Leute, stimmt ab. Vorhersage. Lurker, kommt heraus. Drückt einmal kurz da drauf und gebt eure Punkte aus. So viele Bildschirme, wie ich hier habe, kann es sehr gut sein, dass es gleich kommt. Aber es kann auch sein, dass es in 3 Wochen nicht kommt. Gebt mir all eure Kanalpunkte, beziehungsweise ich krieg's hier ja gar nicht. Es stürmt draußen. Ich hab Angst. Es stürmt draußen. Schneesturm. Unten. Das bringt nichts, wenn du es hier reinschreibst. Du musst es schon in die Vorhersage reintun. All in one of oben. Du sagst das heute, bevor ich in 5 Minuten den Stream beende. Dass oben ein Shiny kommt. Unten Trust. Ich glaube, die einzigen mit einem guten, gesunden Verstand sagen gar nicht. Die 50.000 sind meine. Was hast du gesagt? Oben. 1 ist oben, 2 ist unten, 3 ist gar nicht. Okay. Ich hoffe, du hast recht. Oder Josh hat recht, mit unten. Wir haben jetzt schon 400 gleich. Hallo Danu. Grüezi miteinander. Geh, ja, jawohl. Das geilste wäre, wenn es auf der deutschen Cartridge erscheint. Ich will immer noch, nach 400 Resets will ich immer noch auf die Taste drücken, um selber den Counter hochzumachen. Was ist mit mir? Lass die Finger. Still, ruhig. Nur A drücken. Und einmal kurz B drücken.
Ich habe heute, weil wenn ich so ein fettes Video wie das Gen 4 Video aufnehme, dann stelle ich das Licht um, mache die Kamera anders und so weiter. Deswegen musste ich vorhin, als ich das Video grob geschnitten hatte, konnte ich dann alles wieder umbauen, weil ich wusste, ich muss nichts nachfilmen oder sowas. Und das ist schon mal ein geiles Gefühl, nichts mehr filmen zu müssen. Das ist das Beste eigentlich. Das Anstrengendste ist wirklich, das Video aufzunehmen. Und schneiden ist dann, na gut, geil, aber hart. Und dabei musste ich viele neue Kabel verlegen oder wieder neu hinverlegen. Und ich habe mein Kabelmanagement verbessert. Aber nur minimal. Optisch würde dir immer noch sagen, was ist das für ein Saustall unter deinem Tisch? Wie kannst du uns das überhaupt zeigen? Wie kannst du nur stolz sein auf deine Kabel? Was bist du für ein Schweinchen? Aber es ist ein bisschen besser. Zumindest, wenn ich jetzt mit den Füßen nicht bewege. Oder ist ein Kabel? Wenn ich mich mit den Füßen bewege, verhedder ich mich nicht mehr in Kabels. Das ist neu, das ist besser, das ist gut. Du willst ja nur mit dem Auto-Counter flexen? Achso, nee, muss ich warten. Mit dem Auto-Counter flexen? Ich glaube eher, dass viele Shiny Hunter den Auto-Counter nicht nehmen, weil es zum Skill dazugehört, die Taste zu drücken. Aber mir ist wichtiger, dass die Zahl richtig ist. Weil ich vertippe nicht so viel. Die Zahl da unten stimmt doch wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich habe gestern ein paar Mal vergessen zu drücken. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Nicht viermal drücken. Happens, bald sehen wir uns. Ist dir das bewusst? Sind wir uns schon sicher, was wir machen wollen? Wollen wir in den Zoo gehen? Wollen wir Was können wir machen? Ich will wirklich Mario Kart spielen. Ich meinte es sogar ernst. Knutschen können wir auch. Aber ich will wirklich Mario Kart spielen. Kann man eigentlich Kölsch in Flaschen kaufen? Ich weiß, es ist eine dumme Frage. Aber Kölsch ist ja so winzig. Kann man wirklich so kleine Biere kaufen? Oder ist nicht Wie hieß nochmal dieses eine? Feltin? Nee. Dieses eine, wo es auch immer so lustige Werbung zu gab. Du hast mich gerade beleidigt. V+? Nee. Vielleicht war das auch gar nicht Kölner. Es war so ein rotes Etikett und die haben die wildesten Plakate gehabt, die super lustig waren. Was? Feltins? Ist das Kölsch? Nee. Vielleicht ist es gar nicht. Löschzwerg? Ach, Löschzwerg ist Kölsch? Wusste ich gar nicht. Ich habe da null Ahnung von. Ich mag allgemein Bier nicht, aber es gibt Biere, die ich trinken kann. Ich kann zum Beispiel, ich kann Becks trinken. Und Kölsch kann ich allgemein auch trinken, weil es einfach Wasser ist. Aber auch Heineken geht. Ich will Mario Kart spielen. Wir haben vieles in Dosen. Und aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass da dann Kölsch rauskommt. Aber okay. Kira, dankeschön für 3 Monate. Mann, was meine ich für ein Bier? Kennt ihr das nicht? Das war so rot und ich glaube weiß. Ich glaube, da war so ein Schweizer, es war aber nicht so wie so die Schweizer Flagge, sah das Logo aus. Und dann, die hatten die krassesten Plakate von wegen, dass da so Prostituierte drauf waren und dann war so ein lustiger Spruch drauf gestanden oder sowas.
Gott, wie hieß das nochmal? Es war, glaube ich, irgendwas mit V. Irgendwie nur so drei Buchstaben, vier Buchstaben. Astra, genau, V, ich sag doch, Astra. Ich meine Astra. Wo ist Astra her? Astra ist wahrscheinlich Hamburg, oder? Dänisch. Okay. Deutsche Biermarke gehört zu den Holster Brauereien. Hamburg. Ja. Okay, ich dachte gerade irgendwie, das könnte, weil es so klein ist. Dachte ich mir, okay, das könnte Kölsch sein. Aber nein. Astra ist auch cool. Aber was macht Kölsch überhaupt aus? Ist Kölsch nicht einfach ein Pilz, das nur sehr klein ist? Oder ein Pilz, das einfach 50% aus Wasser besteht? Sehr leicht und in kleinen Gläsern. Aber kannst du quasi aus jedem Bier ein Kölsch machen, meine ich? Kann jedes Bier ein Kölsch sein, solange du es richtig servierst? Nein, mir geht es darum, dass wir extra kein Fass... Ich will kleine Bierchen, weil ich Bier nicht mag, aber ich mag so Becks oder sowas, kann ich schon trinken. Aber ich habe noch nie Beerio Kart gespielt. Ich dachte mir schon, wenn ich bei dir bin, können wir mit Pascal, Lukas und du können wir vielleicht Beerio Kart spielen. Aber wir können alles machen. Ich bin frei. Ich will nur nicht rausgehen. Mittlerweile gibt es viele kleine Biere. Ja. Becks ist das Beste, obwohl ich Duisburger bin und Köppi eigentlich Heimat ist. Du, ich bin Münchner. Was glaubst du, was die Leute mich anschauen in München, wenn ich sagen würde, Becks lecker. Nee, das ist die Kunst bei Kölschbier. Wasser, ohne dass es abgestanden schmeckt. Okay. Was für ein Kart? Ach, du kennst es gar nicht, oder was? Beerio Kart. Beerio Kart. Das kennst du doch. Man spielt Mario Kart. Nur man darf nicht drink and drive. Darf man nicht. Deswegen, man muss sein Bier fertig trinken, bevor man über die Ziellinie fährt. Aber du musst jedes Mal anhalten, wenn du das Bier trinkst. Wie, das kennst du nicht? Du bist Mario Kart Profi. Ich dachte, ich bin der Einzige auf der Welt, der das noch nie gespielt hat. Wie kann ich nur als Non-Alkoholiker das nicht kennen? Aber das ist doch... Okay, wenn du wirklich gar nichts trinkst, dann brauchen wir das nicht spielen. Dann trinkt halt der Pascal mit mir. Ich meine, ich trinke auch keinen Alkohol und ich kenne es. Ist so lustig, Leuten dabei zuzuschauen. Weil die Taktik ist halt, entweder du äckst das Bier und fährst dann los, oder du fährst los und bleibst stehen vorm Ziel und äckst dann. Du solltest wahrscheinlich losfahren, vor dem Ziel stehen bleiben und dann exen. Machst du mit Schnaps, wenn du Bier nicht magst. Genau. Dann wird's gar nicht gefährlich. Dann können wir ja gleich auf die Flatrate-Saufpartys gehen. Dankeschön für 3 Monate. Schmaddel, 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 Schmaddel. Die GameCube darf ich nicht vergessen. Das darfst du nicht vergessen, mir zu sagen. Ich habe noch gar keine Ahnung, aber ja, lass schreiben, wie wir das machen. Endlich wieder 99 Cent Party. Warte mal, sowas gab's? Schnapsmäßig kann ich, aber das ist auch nur, weil es einfach so babsüß ist. Ich kann stundenlang B-52s waren geil, aber das, was so ähnlich schmeckt, ist ein, vielleicht ist es auch das gleiche.
ein, wie heißt das irische Bier? Wie heißt das bierische Ihr? Irgendwas muss doch falsch mit meinem Kopf sein, dass mir einfach die gängigsten Worte nicht einfallen. Guinness. Ein Baby Guinness. Baby Guinness ist so geil. Es hat nichts mit Guinness zu tun, aber es sieht aus wie ein Guinness, aber ist ganz klein. Und das ist auch einfach Likör. Aber ich glaube, es ist das gleiche wie B-52. Das heißt nur anders. Das ist lecker, du. Das könnte ich ohne Ende trinken. Das ist tödlich. Das ist so lecker. Baby Guinness. Das ist einfach nur, weiß ich jetzt auch wieder den Namen nicht, Mann. Das Sahne-Likör-Ding. Ich bin so ein optischer Mensch. Ich habe die Flasche, ich habe den Namen. Ich habe den Namen vor Augen, nur ich kann den Namen nicht lesen. Baileys, dankeschön. Baileys. Baileys und ich weiß nicht, was das andere ist. Kann sein, dass es Whisky ist. Aber Whisky hasse ich eigentlich. Ich glaube, ich würde es schmecken, wenn es Whisky wäre. Aber ja, es ist... Ist es Baileys und Kahlua? Was ist Kahlua? Das ist so lecker. Das ist, glaube ich, tödlicher. Ist doch toll, wir lassen hier Knopf Hoff wieder aufleben. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Mensch? Knopf Hoff? Wir können auch Domian wieder aufleben lassen. Wer möchte anrufen und mir erzählen, warum er eine Tonne Hackfleisch gekauft hat? Kennt einer den Schnaps, der sich auf Picken reimt und einen schweinischen Namen hat? Alle schwören in Thüringen drauf, dass er ultra lecker wäre. Sag doch einfach Ficken. Ja, genau. Aber es gibt Ficken Prosecco. Meinst du den? Auf Festivals gibt es immer Bühnen und Stände, die extra so heißen, weil die gesponsert werden von dem Prosecco. Ich glaube, es war Prosecco, oder? Ficken. Das Schnaps? Ernsthaft? Das sah immer aus wie Prosecco. Haben die das nicht immer so im Prosecco? Es ist, beziehungsweise sind das nicht so kleine Aludosen, so Red Bull-Dosen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Beim Après-Ski sehr verbreitet, ja. Aber auch auf Festivals. Überall, weil das ist ja Absicht, ne? Also ist, der Name ist halt einfach... Fitness und Bub, süßer Likör. Boah, ich dachte immer, das ist so ein Sekt. Portion of Coffee Liquor. Ah, das ist Kahlua. Is topped by a layer of Irish cream, Baileys, genau. Which is poured over the back of a spoon so that it sits on the coffee liquor. Ja, und das sieht so aus wie ein Guinness. Habe ich noch nie getrunken. Der Name ist zu obszön. Damit gebe ich mich nicht ab. Und wir haben 500 Resets heute schon gemacht. Krank. Ich will später noch Simsala suchen. Aber ich muss euch noch genug Gelegenheit geben. Ich meine, wenn jetzt Pictolator ernstlich 50.000 Punkte eingesetzt hat, dann kann ich ja jetzt nicht schon aufhören. Aber bis 3.000 ist auch krass. Was gibt's noch für leckeren Alkohol, der obszöne Namen hat? Gönnergy. Das ist kein Alkohol. Hat jemand schon mal Gönnergy probiert? Ah, doch, Happens hat es im Laden, im Rewe stehen. Der hat es sicher schon geklaut. Und deswegen eine Ordnungswidrigkeit bekommen. Yes, sir. Wie schmeckt dieser Gönnergy? Ist der... Gönnt der? Ich würde mal gern Grog probieren von hier Cold Ones. Da sagen alle, das ist unglaublich geil. Aber ich glaube, außerhalb in Australien kriegt man das nicht so leicht, oder? Grog würde ich gerne mal probieren.
Es gibt auch dieses Schnaps-Eis. Suck it. Ernsthaft? Noch nie gehört. Fuck it, suck it, ficken. Wo sind wir denn hier? Nicht mehr bei Pokémon. Suck it haben viele Influencer beworben. Suck it. Ich kenne Grog nur aus ZZ und das ist heißer Schnaps. Was ist ZZ? Schweiz. Schweiz. Warum wird Switzerland oder Schweiz mit CH eigentlich abgekürzt? Kommt es daher, dass die Schweiz auf Schweizerdeutsch einen eigenen Namen hat und da heißt es irgendwie Schritz? Czech Republic? Ach, CZ. Ah, okay. Heißer Schnaps, Grog. Ne, Grog ist einfach australischer Slang für Alkohol. Und zwei YouTuber, die ich sehr mag, haben ihre eigene Marke rausgebracht, die sehr gut sein soll. Ich bin echt kein Alkoholtrinker, ne? Ich trinke keinen Alkohol. Aber wir sind nur gerade beim Thema gewesen. Ich würde den gerne mal probieren. Einfach, weil ich die mag. Bam, 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 bam. Kennst du Grocken aus Monkey Island? Ja, es ist halt auch so ein Piratenbegriff, ne? Oh, Migrok. Ich höre auf. Ist mir peinlich, tut mir leid. Grog. One Piece. Luffy the Monkey. Migrok in the Timbers. Ich muss viel früher resetten. Ich bin richtig faul beim Gucken. So 1, 2, 3, 4. So, die Kinder sind draußen, haben den Schnee entdeckt und sind wahrscheinlich aus Matsch machen sie gerade einen Schneemann. Das will ich mir jetzt anschauen. Tatsächlich. Tatsächlich. Aber es ist noch ist es genug Schnee, dass man damit tatsächlich Schneebälle formen kann. Die bauen jetzt einen Macho-Mai. Aha. Ich hatte so ein Glück, als ich dieses fette Video aufgenommen habe. Den ganzen Tag, kein einziges Mal haben die Kinder draußen gespielt. Nur gestern ein paar Mal, wo ich kurz pausiert habe und dann sind sie wieder weggegangen, habe ich schnell weiter aufgenommen. Kurz pausiert, wieder weiter aufgenommen. Und dann war's fertig. So, ein Lack. Wäre geiler Moment für das Shiny gewesen. Ja, und ich komme zurück. Und dann steht's da und ich drück ganz schnell. Und dann ist wieder weg. Und dann sind die Kinder dran schuld. Oh, würde ich sie noch mehr hassen. Und einer von denen heißt auch noch Leo. Vielleicht heißt er aber auch Tio oder Clio. Ne, ich glaube, er ist Leo. Hm. Ich habe gestern einen meiner Lieblingspodcasts angeschaut, den Nintendo-Podcast. Falls ihr Nintendo-Fans seid, eventuell. Kann ich den immer nur empfehlen. Und gestern war ein Gast da, über den ich mich sehr gefreut habe. Austin John, der Pokémon-YouTuber, von dem wir bestimmt alle schon mehrere Videos angeschaut haben. Weil der gute Tutorials macht und einer der ersten ist, der immer gute Infos hat. Er war zu Gast und er war so anders als in seinen Videos, weil in seinen Videos ist er sehr... Das Video hat vorgeschlagen, guck dir das an, ich hab mich totgelacht. Die Kombi aus den beiden ist so lustig, weil Wood ist ja sehr werbefreundlich, auch im Podcast. Aber Austin ist nur werbefreundlich in seinen Videos. Ey, der hat erstmal in den ersten 5 Minuten hat der von Tauben-Cloekas geredet und
Wer heißt der nicht auf Deutsch? Cloaca. Heißt es auf Deutsch auch Cloaca? Egal. Es war so witzig, weil Wood hat ja im Vergleich zu ihm null Ahnung von Pokémon. Also sie haben natürlich über die Pokémon Presents geredet. Und dann auf einmal Austin John, wie er halt ist, Wood sagt einfach nur so eine kleine Sache und dann kommt Austin mit schon einem Monolog daher, den ich verstehe, weil ich krass auch über Pokémon Bescheid weiß, und Wood guckt ihn nur mit großen, runden Augen an, versteht kein Wort. Guck's dir an, es ist echt, ich hab gelacht, wie die beiden, wie Wood einfach die ganze Zeit so getan hat, als würde er wissen, was Austin gerade redet und sowas. Und ich habe kurz gehofft, war sehr unterhaltsam, gell? Ja, nice. Ich habe sehr gehofft, dass sie darüber reden, wie die Nintendo Ninjas bei Austin aufgetaucht sind. Und Wurz hat es einmal sogar kurz angesprochen, so, hey, willst du übrigens darüber reden? Und Austin sofort so, nope, ich darf nicht. Ich darf nicht drüber reden. Ich so, fuck, man. Ich fände das so interessant. Ich würde das so gern wissen. Die Nintendo Ninjas haben tatsächlich Austin John mal besucht, standen vor seiner Tür. Aber mehr wissen wir nicht. Er darf wahrscheinlich nicht drüber reden. Bestimmt, wenn man nachforscht, weiß man, warum. Ich weiß gerade nicht, warum sie bei ihm waren. Ich schätze mal, ich glaube, das war zu Schwert- und Schildzeiten. Austin ist sonst immer so gesetzt in den Videos. Ja, ja. Er redet auch darüber, dass er immer sehr in den Videos immer sehr positiv ist. Aber du merkst, er redet auch vom Saufen, weil der ist ja, der kommt ja aus Jersey. Und der redet auch so krass wie Jerseyaner und redet dann auch sogar von Jersey Shore und sowas. Also es ist schon so ein Typ, was ich auch nicht gedacht hätte. Weil der ist ja selten woanders zu sehen. Der ist meistens in seinen Videos, macht ein Video wirklich nur, wenn es sein muss. Der macht ja, wenn kein Pokémon, kein Zelda draußen ist, macht er einfach keine Videos. Und wie er das macht, keine Ahnung, wie er damit klarkommt. Faszinierend. Nee, aber anschauenswert. So von wegen Infos, was Pokémon Legends sah, betrifft, hat er jetzt nichts gesagt, was ich jetzt groß überraschend fand. Ja. Er hat eigentlich die allgemeinen Sachen bloß gesagt. Er ist jetzt nicht in irgendwelche krassen, tiefen Theorien gegangen. Weil er halt auch so ein Typ ist, wie in seinen Videos, ne? Er urteilt nicht über die Spiele, er macht keine großen Leak-Videos oder irgendwelche Theorie-Videos. Und deswegen, es war immer nur so, kann sein, dass das passiert, kann sein. Aber einfach, wie die beiden interagiert haben miteinander, war unterhaltsam. Ich hab nichts Schlimmeres, als wenn jemand interessiert über ein Thema spricht und dein Gegenüber keinen blassen Schimmer hat. Ja, und Wood ist da leider sehr, der lässt es sich sehr leicht anmerken, dass er kein Interesse hat an dem Thema. Der ist dann so, okay. Interessiert mich nicht. Austin haut einfach die krassesten. Er hat ihn auch ständig korrigiert, wenn er irgendwas Falsches gesagt hat über Pokémon. Er hat jetzt seinen Zweitkanal, ja, das wusste ich gar nicht. Ich werde den mal auschecken. Das ist schon gut, glaube ich, einen Zweitkanal zu haben, wo man einfach immer Content bringen kann. Weil wenn er halt so darauf erpicht ist, wirklich nur Videos zu machen, die wichtig sind. Also ein Tutorial hier, Tutorial da. Und wenn halt alle Tutorials gemacht sind, dann macht er ja nichts mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch blöd ist, wenn man dann halt auf einmal 3 Monate lang kein Geld verdient. An 9 Videos zumindest. Und wenn er dann einfach leger Gaming-Videos macht, dann geht das wieder. Austin John Gaming, genau. Gaming. Aber eine Sache hatte mich überrascht, dass er das nicht wusste. Was war das? Irgendwas mit... Ah ja, das hat mich geflasht. Die haben dann den Trailer angeguckt und dann kommen ya die Incognitos mit See You. Und die beiden, das Wood es nicht weiß, ist mir klar.
aber sie, Austin John wusste nicht, dass das CU Fragestein steht. Und er ist doch der Erste, der Trailer bis aufs letzte, bis aufs kleinste Detail analysiert. Und dann sitzt er da und sagt, keine Ahnung, was da in die Kognitosprache steht. Ich denke mir, was? Warum weißt du das nicht? Es steht doch da. Ich meine, es steht nicht perfekt da, weil die Kognitos selber nicht lesen können und einfach in irgendeiner random Reihenfolge waren. Aber eindeutig stand da See You. Da war ich ein bisschen entzürnt, dass er das nicht weiß. Aber apropos entzürnt, da hatte ich letztens, ich lade ja meinen Archivkanal immer mit, also hier Wots voll. Auch dieses Wot kommt auf den YouTube-Archivkanal. Und da habe ich eben, genau da, falls ihr diese Streams nachschauen wollt, zum Einschlafen oder so. Und ich habe da eben auch letztens den Stream natürlich hochgeladen, wo ich die Presents angeschaut habe. Und dieses Wort hat 1000 Klicks schon. Aber einfach nur, weil ich halt meinen Subscribern auf YouTube Bescheid gegeben habe und gesagt habe, hey, falls ihr sehen wollt, wie ich drauf reagiert habe, hier. Allerdings hat das Video super viele Dislikes, also im Vergleich zu sonst, wo ich eigentlich so 99% Likes habe. Es sind jetzt irgendwie 87% Likes bloß. Weil den Leuten echt nicht gefällt, was ich in dem Wort gesagt habe während der Pokémon Presents. Und eine Person hat sich so aufgeregt, aber da hat man... das war so ein ganz normales Kommentar, so ja, ich bin ein bisschen enttäuscht und dies und das. Und dann Edit. Ich habe gesehen, wie du gesagt hast, Ash Quajutsu ist ein Gen 7 Pokémon. Leo, gottverdammt, so in Versalien geschrieben. Leo, gottverdammt, lern deinen Pokédex. Quajutsu ist Gen 6. Bin ich zu doof oder warum versteht keiner, dass Ash Quajutsu Gen 7 ist? Was, könnt ihr mich aufklären? Vielleicht bin ich doof. Ash Quajutsu ist ein Gen 7 Pokémon. Das ist kein Quajutsu, ist Gen 6, korrekt. Aber wenn jemand sagt, hoffentlich kommt Ash Quajutsu, dann sag ich, Ash Quajutsu war Sonne und Mond. Oder verpasse ich irgendwas lore-technisch? Weil ich weiß, dass es in der Demo war es Ash Quajutsu, aber haben wir vielleicht in der Demo den Kalos-Charakter gespielt? Es kam in den XY-Animes, aber verteilt in Ultrasonne. Also in Sonne und Mond. Okay. Okay, also könnte man trotzdem hoffen, dass es in Kalos vorkommt, weil es in der Kalos-Lore, in der Anime-Lore vorkommt. Nur weil der Anime immer später ist als das Spiel, konnten sie Ash Quajutsu zuerst in Gen 7 veröffentlichen. Origin ist in Kalos, aber im Anime, der Anime muss mit den Spielen nichts zu tun haben. Also ich würde nicht darauf wetten, dass Ash Quajutsu in Legends Z vorkommt. Vor allem, weil Ash nicht vorkommt. Das Ash Quajutsu war ja wirklich nur so wie die Pikachu-Cap-Pokémon. Also die Cap-Pikachus, die verteilt wurden als so, hey, es gibt den Anime auch, guck mal hier, süß. Aber warum sollte in einem Legends-Spiel auf einmal ein Quajutsu rumlaufen, das Ash gehört hat? Ich meine, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie den Freundschaftsakt, oder wie heißt die Fähigkeit, dass sie die wieder freischalten und dass es tatsächlich sichtbar ist. Aber eine Verteilung kann natürlich immer sein von diesem Ash Quajutsu. Aber ich finde, solange Ash und Quajutsu nicht wieder im Anime vorkommen, macht es keinen logischen Sinn, das wieder zu verteilen. Keine Ahnung. Quajutsu ist Gen 6, Ash Quajutsu ist in meinem Kopf halt Gen 7, weil es in Gen 7, weil du holst dir Ash Quajutsu in Gen 7. Eigentlich ist es auch Azed-Fledge schwierig, kann mir kaum vorstellen, dass man es fangen kann. Aber es könnte eine Verteilung sein, Ja, ich würde mich darauf auch nicht verlassen, dass das Azed-Fledge kommt. Aber wenn, dann ist es halt... Vielleicht gibt es sowas, ein normales Pokémon, das eine mystische Form bekommt? Eigentlich nicht.
von der Verteilung. Es ist aus Gen 6,5. Okay, weil es die Demo ist. Na gut. Asset Flat? Ich keine Ahnung, ey. Man kann so viel spekulieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach vorkommt als einmaliges statisches Pokémon und dann kannst du es fangen. Oder es wird eine Verteilung. Aber die Verteilung macht nur Sinn, wenn es halt nicht im Spiel vorkommt. Wenn im Spiel die Story von Azet vorkommt, dann eventuell auch das Flat. Und dann wird man es entweder gar nicht fangen können oder fangen können. Und es dann nochmal als Verteilung zu vergeben, wäre komisch. Deswegen entweder es kommt gar nicht vor und dann wird es verteilt, so als lustige Sache, als Gimmick. Oder es kommt in der Story vor und man kann es dort fangen. Oder es hat nichts überhaupt mit Azet zu tun, was sehr traurig wäre. Und wir sind tatsächlich irgendwo anders storytechnisch und es ist was ganz Normales, anderes, keine Ahnung. Was ist dein Lieblings-Pokémon, Gen, und warum? Ich hasse diese Frage, Kyo. Ich bin heute mal nicht trollig unterwegs und ich sag's dir direkt ins Gesicht, ich hasse diese Frage. Es kann ja vorkommen, warum sollte man das Mon von einem anderen fangen? Weil... Weil er es ja sucht, das heißt, es gehört ihm nicht mehr, weil er es verloren hat. Keepers, Finders, Keepers. Hey Lex, hi. Habt ihr schon TwitchCon-Karten gekauft, Lex? Ich warte diesmal. Ich glaube nicht, dass sie diesmal ausverkauft werden. Waren sie in Amsterdam eigentlich ausverkauft? Als Partner kriegt man immer welche. Come on. N hat es nie besessen. Sie waren zusammen unterwegs. Achso. Ich weiß nicht, Azet. Ich kann mich auch null an die Story erinnern. Wenn wir dann angekommen sind in Gen 6, dann werde ich die Story da ein bisschen genauer durchlesen, um vielleicht Legends besser zu verstehen. Ich meine, als Verteilung, finde ich, kann man alles machen, weil es einfach dann ein kleines Gimmick einfach ist. Aber du hast recht, es wäre komisch, Azet das Floett in der Vergangenheit wegzufangen. Aber nur weil man es zum Beispiel in der Vergangenheit es einfach fängt, heißt es ja nicht, dass es 500 Jahre später nicht wieder frei ist. Aber ja, es wäre ein bisschen komisch, ein emotionales Pokémon von jemandem einfach zu fangen. Aber ich meine, wir haben schon oft anderen Menschen ihre Pokémon weggefangen. Jo. Jo, der Loser. Deoxys brauche ich in Feuerrot auch noch. Vorgestern Shiny Ho-Oh bekommen. Stehe jetzt vor Arktos. Oh la la. Nice. Ihr wisst noch gar nicht, ob ihr hin könnt. Okay. Hab gestern ein bisschen gesucht nach der Lore. Oh, Marco ist voll drin. Markus Poke TV. Deswegen spielt Legends in der Zukunft. Vorgestern Shiny Ho-Oh bekommen, stehe jetzt vor Arktos. Ho-Oh? Kriegt man Ho-Oh in Feuerrot? Nie XY gespielt. Ey, du hast doch jetzt ein 3DS. Du kannst XY nachholen. Am Nabelfels. Ach, den gibt's. Ich dachte, den gibt's nur in Smaragd.
Ich komme da so durcheinander. Ich habe zwar so eine schöne Übersicht da immer gebaut von dem, was es wo gibt, aber ich vergesse das immer. Also zumindest mit 4DSen ist das hier, fühlt sich das super schnell an mit Deoxys. Hab X auch schon, sag Typ 0, es ist so... Was? Ja, hab X auch schon, sag Typ 0, es ist so endlich in Shiny... Achso. Typ 0, komm endlich in Shiny, bitte. Du bist in Shiny Entei dran, in Alpha Saphir. Ich überlege nur gerade, ob das da Shiny Locked ist, aber du wirst es besser wissen. Entei, wo ist denn Entei in Omega Alpha Saphir? Wo ist das? Wo ist denn da Entei? In einem Wurmloch, oder? Nice. Wie viele Resets hast du schon? Ulala. Das ist ja schon mal was. Hast schon fast die Hälfte. Ich habe auch fast die Hälfte bei meinem Entei. Ich bin bei 3.100 bei Entei im Kolosseum. Noch weniger als 200 und ich habe die Hälfte der Odds. Ich muss nur herausfinden, wie ich mit diesem GBA eine GameCube steuere. Die Z-Taste steuere. Dank dir mache ich aktuell auch ein Origin Deck, sitze gerade an Gen 1. Geil. Ich hoffe, du hast Spaß dabei. Ich hoffe, dein Sammelgen. Haben wir nicht alle ein Sammelgen? Weißt du schon ungefähr, wann du Gen 5 im Origin Deck beginnst? Habe vor 2 Wochen mit Gen 5 begonnen und dieser Teil des Decks ging recht fix vollständig. Ich glaube auch, dass Gen 5 schnell gehen wird. Mir fällt nichts ein, was da besonders ist, außer DNS-Glitch. Und das ist ja jetzt nicht so schwer. Ich werde Gen 5 anfangen nach meinem Urlaub in Berlin und Köln. Und das wird, ich kann dir das Datum sagen. Ich bin am 10., am 11. bin ich weg und komme am 17. wieder. Das heißt, am 18., weiß noch nicht, ob ich direkt am ersten Tag dann loslege, aber am 18., ab dem 18. geht's los mit Schwarz-Weiß. Weil ich bin jetzt gerade dran, Gen 4 zu schneiden. Das muss ich in den nächsten 10 Tagen fertig kriegen, das Video, und dann können wir zu Schwarz-Weiß übergehen. Und in der Zeit hoffentlich kommt auch mal hier was Schönes, dass ich auch mal das nächste Gen 3 Shiny abhaken kann. Aber wir brauchen ja 3 Deoxys. Die Speedform haben wir. Aber wir brauchen die anderen noch. Hast du schon Lust auf Schwarz-Weiß? Ja. Ich habe sehr Lust. Weil ich habe Schwarz-Weiß auch nur einmal gespielt und das auch noch als Challenge. Ich habe das Spiel durchgespielt, ohne XP zu verdienen. Das heißt, ich weiß schon mal, wie schwer das Spiel sein kann. Ohne XP ist das Spiel ein bisschen knackig. Und ja. Ich weiß noch, dass ich es mochte und die Story gehasst habe. Aber das ist bei allen Pokémon-Spielen so, dass ich die Story nicht besonders mag. Du bist gerade bei Heatran. BDSP 25k. Oh je, Mine. Ist Heatran ist in dieser Höhle, ne? Ja. Das ist nicht im Park. Ja, Kaka. Heatran 25k. Du musst es immer so sehen, dass wenn jetzt dein Heatran hoffentlich bald kommt, das nächste, was du suchst, wird dann schneller gehen. Weil du hast jetzt ganz viel Glück angesammelt. Es ist die Hölle, genau. Haben wir das damals, bevor es in Europa kam, auf Play Asia auf Japanisch bestellt. Das war richtig wild. Schwarz-Weiß. Maori, guten Tag. Du bist ein Rayquaza. Soll ich dir das zurücklegen, Maori?
Oder kommt es auf den Stapel, der verbrannt wird? Habe es auch tatsächlich nur einmal gespielt und freue mich auch, es bei dir nochmal zu sehen. Also vielleicht werde ich bei Schwarz-Weiß ausnahmsweise mal die Story nicht wegklicken und sie lesen, weil es so lange her ist. Platin habe ich halt erst mit BDSP gespielt, die Story, deswegen hatte ich da keinen Elan, die Story nochmal wirklich so zu lesen. Aber vielleicht in Schwarz-Weiß. Also ich habe Weiß hier. Ich brauche immer noch ein Schwarz. Und dann brauche ich wahrscheinlich noch ein Schwarz-Weiß oder Weiß 2. Ein Schwarz 2 oder Weiß 2. No XP Challenge kann ich euch aber empfehlen, wenn ihr sowas mal machen wollt. Ich hab's gemacht. Es gibt Cheats dafür in jeder Gen, glaube ich. Aber ich hab's hingekriegt in Gen 1 und in Gen 5. Weil, lustigerweise, hier unnützes Wissen, Gen 5 damals hatte einen Kopierschutz. Und der Kopierschutz war, und es haben damals viele Spiele gemacht, also halt einfach was Lustiges sich ausgedacht, anstatt einfach nur es über sich ergehen zu lassen, dass etwas kopiert wird. Und zwar, wenn man Schwarz-Weiß kopiert hat, also illegal runtergeladen hat oder halt eine Kopie davon gemacht hat, dann konnte man keine XP verdienen. Ich weiß nicht, wie sowas programmiertechnisch geht, dass wenn was kopiert wird, dann kann man keine XP mehr verdienen. Keine Ahnung. Aber das heißt, davon gibt es halt Versionen. Es gibt ganz normale Versionen von Schwarz-Weiß, bei denen du keine XP verdienst, weil das der Kopierschutz war damals. Und die Version habe ich einfach gespielt. Du verdienst keine XP. Da steht jedes Mal 0 XP, wenn du einen Kampf besiegt hast, wenn du einen Kampf geschafft hast. Und Blau habe ich auch so gemacht. Das muss man halt mit so einem Action Replay Code machen, dass man keine XP verdient. Aber es ist cool, weil man muss wirklich so überlegen, welche Pokémon kann ich jetzt fangen, um überhaupt weiterzukommen. Und Gen 1 war relativ einfach. Der Anfang war schwer. Die ersten drei Arenen sind schwer, aber sobald du bei der Dicta-Höhle bist, kannst du ein Level 31 Dicktri fangen. Und mit diesem Level 31 Dicktri kommst du so weit. Und dann fängst du dir natürlich die drei legendären Vögel und damit kannst du die Top 4 besiegen. In Schwarz-Weiß weiß ich gar nicht mehr, was ich da machen musste, aber es war schwer. Olopoto, du bist ein Pi. Das kommt auf den Scheiterhaufen, das ist nicht besonders genug. Wow. Wow. Genau, Schwarz-Weiß 2 für die Tiergeistform. Für das Traumradar. Ansonsten brauche ich Schwarz-Weiß 2 nicht, außer halt die Shinies dort abholen. Den Patch damals in der ROM nicht geladen bei Gen 5. Genau, wenn du es ohne diesen quasi Patch machst, der das richtet, dann ist es diese kopiergeschützte Version. Ich hoffe, dass mein X-Mon ankommt, dann kann ich mir alle Vivillon holen, die möglich sind, ohne anderen Geräte kaufen zu müssen. Psch, darüber reden wir hier noch nicht. Damit fange ich erst an, wenn wir mit Gen 5 fertig sind. Ich werde nicht vorher, wobei ich sollte natürlich jetzt schon Ausschau halten nach DS-Systemen, die aus Amerika und aus Japan sind. Japan wird, glaube ich, einfach. Einen amerikanischen DS zu kriegen, das wird ein bisschen schwierig, weil die kosten halt wegen Zoll und Liefergebühren so viel. Wirkt hier bei Deoxys nicht auch RNG, also müsstest du nach jedem Neustart nicht eine gewisse Zeit warten, bis du es ansprechen kannst und nicht oft zur selben Zeit, dass es shiny kommt? Nee, weil das, was ich in dem RNG-Video gesagt habe, zählt wirklich nur für Smaragd. Smaragd ist das einzige Spiel, wo das RNG kaputt war und das RNG jedes Mal bei 0 anfängt oder halt jedes Mal, also wo der Shiny Frame ist von dem Deoxys, ist auf Smaragd immer gleich. Und ja, dann müsste ich jedes Mal anders lang warten, um den Frame zu finden. Aber Feuerrot und Blattgrün sind wie alle anderen Spiele, hier wird das RNG jedes Mal neu generiert, wenn ich das Spiel neu starte. Also der Frame, in dem es shiny ist,
ist jedes Mal anders. Und wir warten darauf, dass ein Shiny Frame in den ersten, weiß ich nicht, 100 Frames ist, 200 Frames ist. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert. Und den halt dann kriegen. Und das ist Shiny Resetten. Du solltest jetzt schon mit Trauma 3 anfangen. Das dauert, bis du die hast. Die Wolken refreshen immer erst nach 5 Minuten oder so. Ernsthaft? Gestern haben wir erst gesagt, gestern hat jemand gesagt, der das gespielt hat, dass das Traumradar 10 Minuten, in 10 Minuten hast du das fertig. Aber wenn du das erst gemacht hast, dann glaube ich dir das eher. Wie, das heißt, du liegst da so rum mit deinem DS und dann guckst du und dann sind da so Wolken und die resetten alle 5 Minuten und da kann dann ein Tiergeist drin sein. Geht aber auch bei Rubin und Saphir, wenn die Batterie leer ist. Wie meinst du, bei Rubin und Saphir, wenn die Batterie leer ist, dann sind die Shiny Frames auch fix? Echt? Das kann sein. Du bist gerade dabei? Genau so? Okay. Nee, aber ich fange noch nicht damit an. Ich will das alles. Ich meine, ich habe einen Monat für Mamfaxo gewartet. Dann kann ich auch einen Monat warten für Tiergeister. Wir haben genug zu tun. Es eilt nicht. Ich will nur mit dem Origin Dex dieses Jahr fertig werden. Und ich glaube, das schaffe ich. Weil ich rede ja nur von... Ich muss nur noch 5 und 6 machen. 7 mache ich kein Video. Das spielen wir einfach hier durch. Und wenn ich dann merke, dass es ultra besonders ist, irgendwas in Gen 7, dann mache ich da ein Video. Aber... Und Gen 8 machen... Also Gen 7 und Gen 8 machen wir einfach so hier... zusammen, aber da gibt es kein Video, glaube ich, zu. Wir sind jetzt nicht auf der Flucht, so wie Happens, genau. Das stimmt, man kann aber Spielmünzen nutzen, um die Wolken aufzufrischen. Aber hat es Geld gekostet? Spielmünzen? Wenn, kann man bestimmt keine mehr kaufen. Gen 7 wird das schwerste sein, die Ultra Beasts in Pokébällen zu verwenden, zu fangen. Da frage ich mich noch, ob ich da nicht Ultra Bälle benutzen soll. Einfach, weil es Ultra Bestien sind und die gehören in den Beast Ball. Aber irgendwie sollen sie natürlich im Pokéball sein. Aber irgendwie wäre es auch cool, wenn die Ultra Bestien im Beast Ball sind. Ah. Aber wisst ihr, was richtig lange dauern wird? Und deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Für 100 Schritte kriegt man Goldmünzen. Oh Gott. Dann jeden Tag beim Spazierengehen den DS mitnehmen. Ach, die allgemeinen Spielmünzen, die man da oben immer angezeigt kriegt. Ach so. Kriegt man nicht Venikro auch im Beast Ball? Ernsthaft? Wer hat Venikro hier letztens resettet? In welchem Ball ist Venikro, wenn man das Geschenk kriegt? Wenn Venikro im Beast Ball ist, dann will ich alle anderen auch. Mauri sagt nein, Pokéball, okay. Okay, wenn ich Venikro im Pokéball kriege, dann muss ich die anderen auch im Pokéball fangen. Sonst kriege ich die Krätze, wenn ich das sehe. Aber irgendwie ist es cool, die Ultra-Bestien im Beast Ball zu fangen. Aber irgendwie ist halt die Regel, alles im Pokéball zu haben. Bis auf die Traumradar. Mal gucken, mal gucken. Ich hab's resettet, aber weiß es nicht. Ich wüsste es wahrscheinlich auch nicht. Das Schwerste wird sein, die Ultra-Bestien im Pokéball zu fangen. Aber du meinst, das wird das Schwerste sein und selbst das ist eben nicht schwer. Ich glaube eher, das Schwerste an Gen 7 wird schwer. Das Schwerste an Gen 7 wird sein, das Spiel zweimal durchzuspielen. Das wird das Nervigste sein. Ich spiele es auch eh zweimal. Einmal Ultraball, einmal Pokéball.
Aber muss ich sie nicht zweimal spielen, um alle Ultrabestien zu kriegen? Sind die Ultrabestien nicht aufgeteilt auf die zwei Generationen? Das andere ist das Nervige. Ja, es dauert nur 35 Minuten. Die sind aufgeteilt auf die Edition eben. Dann kann ich nicht. Muss ich alle im gleichen fangen. Es gibt eine Homebrew-App, wo man immer 300 Münzen bekommt. Wow. ich glaube, das erlaube ich mir aber nicht. Sind Koplosion noch eins nicht sogar in Usum? Ja, es gibt Usum. Ich muss sogar Usum, glaube ich, spielen. Anstatt die normalen. Und für Special Seaguard-Fähigkeit musst du in SM alle Zellen sammeln, oder? Ja. Klaro. Ich meine, genau genommen gibt es 4 Seaguard-Formen. Deswegen kann es sein, dass ich alle 4 durchspielen muss. Da ist die Frage, spiele ich Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond oder spiele ich zweimal Ultrasonne, zweimal Ultramond? Weil Ultra ist halt schon besser, ne? Der Anfang ist besser mit der Cutscene, man kann schneller Pokémon spielen und sowas. Aber ich weiß auch nicht noch, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich wirklich dieses Seaguard, aber ein Seaguard aus XY? Ach stimmt, Seaguard ist ja XY. Ah, nee, dann brauche ich 2 Seaguards aus XY und 2 Seaguards aus Usum. So war's. Dann passt's. Ja, dann ist alles gut. Stimmt, ich vergesse es dauernd. Aber ich bin mir trotzdem, ich meine, offiziell gesehen ist es so wie bei Wuffels mit der Fähigkeit, dass es eine eigene Form ist, obwohl das Wuffels nicht anders aussieht. Aber offiziell ist es halt dadurch, dass es die Fähigkeit hat, ist es ein anderes Wuffels, weil dieses andere Wuffels kann nur zu einem anderen Wolverock werden. Deswegen ist dieses Wuffels selber auch eine eigene Form. Aber eigentlich ist das Quatsch, weil es nicht anders aussieht. So ist es bei Seaguard auch. Mit der Fähigkeit. Aber streng genommen. Aber wenn man so streng genommen es sieht, dann brauche ich auch jedes Pokémon als Giga nochmal einzeln. Was ich aber machen werde. Das war nämlich die große Herausforderung in Schwert und Schild. Quajutsu auch? Hä? Die Form gab es doch erst ab Gen 7, oder? 3 aus Usum. Wie, gab es den Hund nicht in XY? Jetzt musst du den Hund. Gab es den Hund nicht in XY? 10% Seaguard gab es nicht in XY. Pumpkin weiß ich noch nicht, wie man das sieht. Du musst einfach hingucken. Die ist unterschiedlich groß. 5 verschiedene Größen. Leider kann man die Herrscher, die man in Usum geschenkt bekommt, nicht auf Home senden. Kann man nicht. Weil das hatte ich ja in meinem Video über Abzeichen, ne? Mein Zeichenvideo, mein Titelvideo. Da habe ich ja einmal erwähnt, dass es Herrscher gibt. Weil PokeWiki sagt, dass das Herrscher sind. Aber ich glaube, das ist einfach schlecht verlinkt bei PokeWiki. Weil wenn du auf die Titel gehst, dann steht da eben Herrschertitel. Und wenn du dann auf Herrscher klickst, werden auch die Usum-Herrscher angezeigt. Und dann dachte ich mir halt, also was ist, wenn man die Usum-Herrscher nach Gen 9 überträgt? Haben die dann das Herrscherabzeichen? Aber dann hat jemand in die Kommentare geschrieben, so wie du jetzt auch sagst, die Herrscher kann man gar nicht auf Home übertragen. So, wo ist da wieder die Logik? Sieht man das in XY? Ja. Ich glaube, ja. Also XY ist hier ziemlich in 3D, schon ziemlich 3D. Du siehst da wirklich unterschiedlich große Pumpkins vor dir fliegen. Ansonsten musst du halt 100 fangen und alle übertragen und danach schauen. Oh nee, die siehst du schon davor, sonst wird's ja gar keinen Sinn machen. Also die Form gab's schon in Gen 6. Und da es die Form in Gen 6 schon gab, muss man sie auch in Gen 6 sehen können.
Der größte Kürbis gibt ein Special-Geräusch von sich. Aber das braucht's gar nicht. Der ist so riesig. Den sieht man. Das kleinste und größte erkennt man auf jeden Fall. Nur bei den mittleren denkt man sich so, ist das jetzt der, den ich noch brauche oder nicht? Scoutly. Hallo Scoutly. Dankeschön für 3 Monate. Ah ja, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich will's machen. Aber es kann halt sein, dass das allein dann viel zu lange dauert. Gen 5 hat versteckte Fähigkeiten eingeführt. Und für mich heißt das natürlich, ab Gen 5, jedes Pokémon, das ich habe, braucht die versteckte Fähigkeit. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ich mache das in Gen 5, was die Gen ist mit den meisten Pokémon. Und was bedeuten würde, ich müsste so oft... wahrscheinlich gibt es irgendeine Fähigkeit, die andere Fähigkeit mir zeigt, damit ich nicht alles fangen muss. Ich habe die nur... Ist Synchro? Sagt nicht Synchro. Gibt Synchro mir nicht? Nee, Synchro macht das mit dem Wesen. Irgendeine Fähigkeit gibt es, die mir zeigt. Trace? Fährte? Es gibt auf jeden Fall eine Fähigkeit, die einem dann so anzeigt, was... Oder zumindest, dass man die Fähigkeit tauscht mit dem Gegner, sodass es angezeigt wird. Es muss einfach nur irgendwo angezeigt werden, was die Fähigkeit ist. Aber ja, Fährte wahrscheinlich. Wie viel Monsch hat Gen 5? Ich glaube 168, glaube ich. Das ohne Formen. Oder 158, nee, irgendwas mit... aber auf jeden Fall über 160. Ich meine, im Vergleich, Gen 4 hatte 107. Gen 2 hat 100. Aber Gen 4 hat 107, aber mit Formen hat es 150. Und ich glaube, Gen 5 hat allein ohne Formen schon über 150. Gen 5 hat die meisten Pokémon, aber auch die coolsten. Entweder ich sage halt, okay, ich hole mir so die Fähigkeit und dann schaue ich mir so viele Pokémon an, bis ich die versteckte Fähigkeit finde. Oder ich brüte so viel, bis die versteckte Fähigkeit rauskommt. Ich weiß nicht, wie Brüten war in Gen 5. Ich glaube, noch nicht so angenehm wie in Gen 6. Die andere Möglichkeit ist einfach, es zu sagen, ich mache das so wie Entwicklung. Das heißt, ich fange einfach normal alle. Und dann alle, die gehen, tue ich in Gen 9 und gebe denen ein Pflaster. Dann haben die versteckte Fähigkeit. Und alle anderen, die nicht gehen, irgendwo werde ich die schon unterbringen auf der Switch. Außer die Affen. Die Affen versteckte Fähigkeiten, die müsste ich so irgendwie kriegen. Und Quaffaff auch. Und alle anderen gehen versteckte Fähigkeit. Kann man versteckte Fähigkeit erbrüten? Also heutzutage kann man versteckte Fähigkeiten brüten. Also man kann sie nicht vererben. Aber man kann sie brüten. Klar, oder? Natürlich. Also oder ging das damals noch nicht? Mutter muss VF schon haben, sonst geht Züchten nicht. Ich dachte, man kann es vererben. Ich dachte, man kann es nicht vererben und es ist komplett random. Wir müssen auch bedenken, dass es in Gen 5 noch anders sein konnte. Vielleicht war es in Gen 5 alles noch anders. Aber ja, ich meine, was denkt ihr? Sollte ich in Gen 5 versuchen, alle versteckte Fähigkeiten zu kriegen? Gäbe es denn Pokémon, bei denen es zu 100% scheitern würde? Ich meine, ich kann selbst die Legis so lange resetten, bis sie die versteckte Fähigkeit haben, oder? Mhm.
glaube, das wird ein bisschen sehr viel. Starter scheitert. Die Starter können keine versteckte Fähigkeit haben. Aber die könnte ich ja dann übertragen und denen die versteckte Fähigkeit geben mit dem Pflaster. Das heißt, wir könnten immer die Ausrede nehmen und sagen, wenn es wirklich nicht geht, dann übertrage ich sie und gebe ihnen dann die versteckte Fähigkeit. Weil ich meine, der Origin Deck soll der perfekte Pokédex sein. Und ja, wir können jetzt sagen, perfekt würde auch bedeuten, sie wären alle, ne, naja, hätten perfekte EVs und IVs trainiert auf Level 100. Soweit wird es mir nicht gehen. Aber so eine versteckte Fähigkeit bei jedem Mon in Gen 5. Ich glaube auch, dass es zu hart wird. Wir können es ja einfach mal bei so Anfangs... Wir können es einfach mal bei so den Anfangs-Pokémon auf der ersten Route probieren, wie lange es dauern würde, bis da eins kommt mit der versteckten Fähigkeit. Alle weiblich reicht für einen perfekten Dex. Ja, beides. Beides. Der Schniedeldex und der Momodex. Erst ab Gen 5 VF fände ich für mich unbefriedigend. Es geht nicht anders. Versteckte Fähigkeiten wurden erst in Gen 5 eingeführt. Achso, du meinst, weil in Home kann ich ja trotzdem auf den Gen 1 Pokémon eine versteckte Fähigkeit haben. Beziehungsweise mein Arctos aus Gen 1 hat ja sogar die versteckte... Alle Pokémon aus Gen 1 und Gen 2 haben die versteckte Fähigkeit. Weil das war der Deal bei Gen 1 und Gen 2. Das heißt, ich könnte jetzt im Nachhinein allen Gen 3 und 4 Pokémon eine versteckte Fähigkeit geben durch Pflaster. Weibliches Evoli doch erst ab LGPE. Ja. Aber nach der Logik müsste ich auch... Wie sind wir auf das Thema jetzt gekommen? Nach der Logik müsste ich auch erst... Geschlechterunterschiede haben seit Gen 4, weil erst ab dann gibt sie. Evoli ist ein Gen 1 Pokémon. Und man kann ja ein weibliches Evoli haben in Gen 1. Das geht ja. Und dass es dann einen optischen Unterschied hat, passiert zwar erst in Gen 7, aber dass ich ein weibliches Evoli haben kann, ist ja in Gen 1 gewesen. Aber bei Fähigkeiten ist es ja was ganz anderes. Ich kann ja in Gen 3 kein Pokémon haben, das eine versteckte Fähigkeit hat. Das geht ja nicht. Ich kann ihnen im Nachhinein die Fähigkeit geben. Eben, weswegen dann mit versteckter Fähigkeit erst ab Gen 5, optischer Unterschied ab Gen 7. Weil Züchten geht nur, wenn ein Elternteil die versteckte Fähigkeit schon hat. In den Gen 5 geht es sogar nur mit der Mutter. Das heißt, ich müsste wirklich alle in der Wildnis finden mit versteckter Fähigkeit. Und dann, wenn ich mehrere davon will... könnte ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich wieder eins finde, wenn ich es brüte. Aber dann muss das Weibliche die versteckte Fähigkeit haben. Oh Gott. Der echte 80er Fanboy, dankeschön für dein Prime. Du kannst aber nicht alle in der Wildnis finden, wenn ich mich recht erinnere. Nur in Lichtungen und in Dreamworld. Ja, also es ist zu kompliziert, oder? Wir finden kein einheitliches System wegen den versteckten Fähigkeiten.
Also logisch fände ich es schon, wenn ich sagen würde, ab Gen 5 müssen alle meine Pokémon eine versteckte Fähigkeit haben. Weil ab dann ist es möglich. Aber wenn es halt dann welche gibt, wo es quasi unmöglich ist, dann brauchen wir es nicht anfangen. Wie läuft es mit dem Gen 4 Origin Dex Meister? Er kommt am 10. März. Ne, am 10. März werde ich fertig sein mit dem Video spätestens. Und am 14. kommt es für YouTube raus. Am Ende wirst du es doch eh machen. Am Ende werde ich vielleicht extrem viele Pflaster grinden. Und einfach allen die versteckte Fähigkeit geben. Sieht man eigentlich bei der Fähigkeit, sieht man das nicht, mit welcher Fähigkeit es gefangen wurde, oder? Also so wie bei EVs. Bei EVs steht da, oder IVs steht da, maximiert. Und beim Wesen steht auch da, mit dem Wesen gefangen. Aber bei Fähigkeit nicht, oder? Also es würde nirgendwo ein Indiz sein, dass ich das Gen 5 Pokémon nicht mit versteckter Fähigkeit gefangen hätte. Es wird komplett überschrieben. Ehrlich gesagt, benutzt einfach Pflaster. Wenn du das Entwickeln auch in anderen Gens erlaubst, kannst du das mit den Fähigkeiten dann auch anpassen und eventuell sogar bei allen ersetzen. Es sind so viele Pflaster, ne? Da hätte ich schon längst die ganzen Events ausnutzen müssen, wo man... Gab es ein Event, wo man eher Pflaster kriegt? Ich glaube, da war was. Botogil oder so? Wenn Origin Dex fertig alle Monster noch auf Level 100 leveln, dann sollte ich wirklich anfangen, mehr Raids zu grinden. Aber ja. Aber auch hier, ich würde sagen eher nicht, weil ich bei vielen Pokémon ja darauf geachtet habe, sie kein bisschen zu leveln. Zum Beispiel das rote Gyarados aus Gen 2 muss so bleiben, wie ich es gefangen habe. Es tut mir ja schon weh, dass ich das Arceus auf Level 100 bringen musste. Oder dass ich mit ein paar Pokémon halt gekämpft habe. Ich will die wirklich so haben, wie ich sie gefangen habe in dem Moment. Aber auf der anderen Seite wäre es auch cool, alle auf Level 100 zu haben. Aber das Nervigste wäre dann... Wobei es wird heutzutage, wäre das nicht mehr so schlimm. Das Nervigste wäre halt so ein Bidifas oder einen Bidisa auf Level 100 zu bringen, weil dauernd sagt es, ich will mich entwickeln. Da bei Gen 4 wäre es einfach, weil Legends Arceus. Aber Legends Arceus ist auch hart, die Pokémon auf Level 100 zu bringen, weil da werden einem die... Man kann schon gut grinden da, aber Level 100 ist trotzdem viel. Ewigstein? Stimmt, man kann Ewigstein geben. Hast recht. Aber sowieso wird es heutzutage ja übersprungen. Ja, aber Gewürze braucht man halt wirklich nicht. Man muss wissen, welche die VF ist. Das wird nicht separat angezeigt. Das ist klar, ja. Das wird ja nirgends angezeigt, was die versteckte Fähigkeit ist. Klar, muss ich bei jedem Pokémon raussuchen, was die versteckte Fähigkeit ist. Dann encounter ich das. Dann wird angezeigt, welche Fähigkeit da ist, wenn ich die richtige Fähigkeit habe. Und dann fange ich das. Es kann ja, ich weiß gar nicht... Gibt es eine Statistik eigentlich, zu was für einer Chance ein Pokémon mit versteckter Fähigkeit erscheint? Ist es unter 1%? Nee, es kann nicht 1% sein, oder? Hallo Sloth. Gen 9 ist auch am einfachsten mit dem Leveln. Ja, aber es gibt nicht alle Pokémon in Gen 9. Es wird immer welche geben, die du in einem anderen Spiel leveln musst. Normal in der Wildnis 0%. Hä? Deine Frau hat sich heute so ein Gönnergy geholt. Krass süß. Es ist ja auch für die jungen Leute. Der echte 80er Fanboy, das habe ich gemacht. Das ist kein Problem.
Breath of the Wild habe ich sogar als zu 1000% durchgespielt und Tears of the Kingdom werde ich auch so durchspielen. Das ist lang nicht so schwer, wie alle versteckte Fähigkeiten holen. Das will ich jetzt kurz nachschauen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine versteckte Chance to get Hidden Ability Gen 5? When breeding, if a female Pokémon with a hidden ability breeds with a male Pokémon in a competitive egg group, the offspring will have 60% chance of having the hidden ability. Ja, aber sag mir doch bitte. Wo kriege ich dann denn das Pokémon mit versteckter Fähigkeit her, wenn es sie nicht gibt? VFs sind halt nur in speziellen Orten zu bekommen, beispielsweise halt die Lichtungen, Massenbegegnungen, Kontakt. Unmuting Stream. Dankeschön, der echte Fanboy, für 1000 Bits. Dankeschön. Okay, langsam verstehe ich das. Das heißt, Gen 5 hat bestimmte, nur in bestimmten Situationen gibt es Pokémon mit versteckter Fähigkeit. Ich dachte, die wurden da eingeführt und jedes Pokémon zu 1% kann die versteckte Fähigkeit haben. Ist das nicht heute so? Kann ich nicht einfach in der Wildnis in Gen 9 rumrennen und jedes Pokémon kann die versteckte Fähigkeit haben, wenn ich es fange? Danke, Fanboy. Hier ist dein viel zu langer Zettel mit 1000 Bits. Dankeschön. Pokémon Infinity Fandom ist nichts Offizielles, aber ist alles, was ich dazu gefunden habe. Ich verstehe das gerade nicht, warum. Verstehe ich versteckte Fähigkeiten nicht? Jedes Pokémon kann doch eine versteckte Fähigkeit haben. Ich rede jetzt von Gen 9. Aktuell. Aktuell kann doch jedes Pokémon die versteckte Fähigkeit haben. Nur die aus den Raids? Man findet in der Wildnis keine versteckten Fähigkeiten? Aber. Warum weiß ich das nicht? Wie? Aber in meinen Tausenden von Eiern, die ich gebrütet habe, sind auch dauernd Pokémon dabei, die versteckte Fähigkeiten haben. Das heißt, gilt es heute nicht mehr mit, dass es nur vererbt werden kann. In der Wildnis werden sie ja nicht versteckt. Ja doch, wenn sie zu 1% nur sind, dann sind die ja versteckt. Es gibt immer Pokémon, die gar keine haben. Dann hatte ein Elternteil die versteckte Fähigkeit, außer es wurde neu gemacht bei den neuen Spielen. Jetzt hast du's. Ja, dann mache ich das natürlich nicht. Ich dachte, in der Wildnis läuft mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200 einfach versteckte Fähigkeiten Pokémon rum. Dann ist es ja... steht es ja gar nicht auf dem Plan, weil... dann sind es ja alles bestimmte Bedingungen, die es auch gar nicht mehr gibt und wo nur bestimmte Pokémon das haben und so. Und hä, dann ist das ja super nervig. Man könnte es trotzdem machen, sagen, alle, bei denen es geht, wie zum Beispiel die Lichtungen, Dreamworld und so weiter, die hole ich mir so. Aber dann habe ich auf einmal Pokémon aus Dreamworld, nur wegen der versteckten Fähigkeit, die aber dann den Traumball haben. Nee. Dann sind ja versteckte Fähigkeiten voll besonders.
Ist ja voll krass eigentlich, dass sie dann die Pflaster eingeführt haben. Dann ist es ja ein noch krasserer Bonus, als ich davor dachte mit den Pflastern. Ups. Dann hätte ein Eltern... Aber ich bin mir sicher, dass ich schon versteckte Fähigkeiten gebrütet habe, ohne versteckte Fähigkeiten Pokémon zu haben. Aber okay, anscheinend nicht. Krass. Leute, wir sind tatsächlich heute auf 3000 gekriegt. Ich habe 1000 Resets gemacht. Bald. Das heißt aber auch, alle, die vorhin gewettet haben, was nicht viele waren, wir haben nur noch 78 Zeit. Ob es oben, unten oder gar nicht kommt. Du hast 250 Resets gemacht. Nein, wir haben bei 2000 gestartet. Was meinst du? Die Titanstarter haben zum Beispiel versteckte Fähigkeit. Genau, das weiß ich. Aber ich dachte halt trotzdem, dass du die ganze Zeit ein Glumanda mit versteckter Fähigkeit in der Wildnis finden kannst. Nur halt mit einer super geringen Wahrscheinlichkeit. Aber dass das so exklusiv ist? Du hast 250 Mal resettet, achso. Nein. Ich habe 250 Mal auf Reset gedrückt. Aber ich habe 1000 Mal resettet. Und jetzt habe ich aus Versehen nochmal resettet. Fuck. Macht nichts. Wir haben uns oft genug verzählt. Double Reset for Shining, genau. Deswegen waren die Kontakt-Safaris damals so krass, wenn du gute Mons in der hattest, wollte auf einmal jeder dein Freund sein. Aber war da dann die Wahrscheinlichkeit 100%? Oder war es da trotzdem dann nur so 1%, dass sie überhaupt versteckt sein konnten? Trotzdem habe ich irgendwie Bock, was zu machen mit versteckten Fähigkeiten, weil es wurde in Gen 5 eingeführt, das System. Vielleicht finde ich da irgendwo Infos dazu, ob es irgendwie coole Hunts gab mit versteckten Fähigkeiten. Ja, was Slushy sagt. In Oras konnte man so ein Ausrufezeichen haben, wenn man eine versteckte Fähigkeit findet. In Gen 8 kann man mit dem Pokeradar eine höhere Chance kriegen. Was machen wir, wenn ein Shiny oben oder unten kommt? Beide resetten, weil dann habe ich zu viel Glück und das darf ich nicht ausnutzen. Dann würde die Welt implodieren, wenn ich die beiden fange. Gute Frage. Als ob das passiert. Was eigentlich, wenn wir jetzt instant alle auf einmal im Lotto gewinnen? Was machen wir dann? Das müssen wir uns nicht fragen. Kannst ja bei Bulbapedia unter Hidden Ability nochmal nachlesen, da haben die das nach Gen sortiert. Das hatte ich gerade schon gesehen, ja. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Shiny sind? Im gleichen Moment? Ist es nicht sogar 8000 mal 8000? Oder ist es sogar 8000 mal 8191 mal 8190? Nee, so krass ist es nicht. Kennst du das Konzept von Träumen? Ja, aber ich finde es dumm. Realismus for the win.
Ich habe schon 2 Lumas in dem Encounter bekommen und das sind 1 zu 20.000, also so niedrig ist die Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist lang. 1 zu 20.000 ist so viel besser als das, was es wäre, hier 2 Shiny Deoxys zu finden. Was ist denn das? Was wäre das denn? Wäre es 8.000 mal 8.000? Ich glaube, es wäre noch krasser als 8.000 mal 8.000. Wir hatten das Thema doch letztens schon mal. Naja. Die Shiny-Rate in den Games ist ja gleich, oder? Also Chance ist ja da. Ja, die Chance ist 1 zu 8.192. 1 zu 64.000? Ich glaube, es ist mehr. Wenn alle im Lotto gewinnen, bleibt kein Gewinn übrig. Deswegen habe ich gesagt, nur wir hier gewinnen im Lotto. Gibt es hier jemanden, der im Lotto spielt regelmäßig? Ist es nicht 8192 hoch 8192? Ja, irgendwie sowas muss es sein. Es ist unfassbar unvorstellbar. Weil es gibt so gut wie keine Clips, wo Leuten das passiert. Ich kenne nur einen einzigen Clip, wo einem passiert ist, der 16 Gamecubes oder so hatte, wo 2 Eevee-Tugs in einer Fuhre gekommen sind. Und das war schon abnormal krank. Und das waren 16 Gamecubes. Ich glaube, das ist eine unfassbar, unvorstellbar hohe Zahl, dass 2 gleichzeitig erscheinen. Ich habe mal gleichzeitig auf 2 Spielen dieselbe ID bekommen. Das ist auch krass. Das ist so krass. Lex, du bist an diesem heutigen Freitag, dem 1. März, ich glaube, das magst du, ein Wattzapf. Ein Wattzapf für die Lex. Ich bin gestern ins Wohnzimmer gegangen und da ist so die Sonne reingeschienen. Und habe ich erstmal zugemacht, die Sonne? Nee. Und dann habe ich so von der Lampe oben einen dünnen Faden nach unten auf das Sofa gehen sehen. Und da hat es mich geschüttelt. Weil das war der Beweis, dass irgendwo in diesem Wohnzimmer eine Spinne sitzt, die sich mal ordentlich abgeseilt hat. Ich hoffe nur, es war eine sehr kleine Spinne, die mir egal sein kann. So wirklich, ich komme so rein und sehe einfach so aus dem Augenwinkel so eine weiße Linie und dann so, wow. Da ist einer, da hat sich ein kleines Spinnchen. Abkürzung gegönnt. Kam eigentlich Entei schon Shiny? Nein, ich bin bei 3900, also sind fast bei der Hälfte. Ich kann mit dem neuen Controller-Setup, ich steuere jetzt mit einem GBA, kann ich Colosseum nicht mehr soft resetten. Aber es muss gehen, weil die Anleitung sagt, dass ich den Z-Knopf da drauflegen kann. Aber es funktioniert nicht. Deswegen gerade ist Deoxys so viel angenehmer, weil es so schnell geht. Wir haben 1000 Resets heute gemacht. Das ist so ungewohnt für mich. So viel auf einmal. Normalerweise hätte ich in der Zeit... Wie viel sind 230, 620, 120 plus 30, 150? Ne, was? 120, 100, ja. Was? Nur? Oh mein Gott. 2 Stunden 30, 60, 60, 120 plus 30 ist 150. Ich hätte in der Zeit, in der wir hier 1000 gemacht haben, nur 150 Entei's resettet. Krank.
Wenn das mir passieren würde, ich würde das Zimmer oder eher das Haus nie mehr betreten. Echt? Also ich habe ja auch. Ich hasse Spinnen sowas von. Wenn ich weiß, hier ist eine Spinne, also sie muss größer sein als mein kleiner Fingernagel. Und ich meine mit Beinen. wenn die größer ist als so, dann will ich das Zimmer auch nicht mehr betreten, wenn ich weiß, dass hier eine ist. Aber nur weil ein Spinnenweben nach unten geht. Keine Ahnung, solange ich sie nicht sehe. Aber okay, ich habe ihren Popofaden gesehen. Aber solange ich nicht sie selber sehe. Ich meine, in meiner Welt hat sie sich da abgeseilt und dann ist sie nett aus der Wohnung gegangen. Hat sich ihren Hut geschnappt, ihren Gehstock und ist aus der Tür rausgegangen. Lex, ich sehe nicht, was du posten willst. Wie funktioniert dein Setup mit den 4 Bildschirmen? Wie kannst du die mit einem GBA steuern? Schön, dass du fragst. Join mein Patreon, dort habe ich gezeigt, wie. Nee, ich habe 4 Gamecubes. Und es gibt von... Warte, wie heißt jetzt die Website wieder? Warum vergesse ich es dauernd? Es gibt von... Hier. Inside Gadget. Das hier. Inside Gadgets gibt es was zu kaufen. Und zwar zum einen dieses Spielmodul hier. Und es ist einfach nur nix. Aber das sendet ein Signal an Receiver. Und du kannst eben 4 Receiver kaufen zum Beispiel. Oder 5 oder 6 oder 2 oder nur einen. Und je nachdem, N64, GameCube, was auch immer für eine Konsole du gerne steuern würdest. Nintendo am besten. Aber Atari geht anscheinend auch. Und kaufst dafür die Receiver. Und dann steckst du da rein. Und das Einzige, was diese Cartridge hier macht, ist einfach ein Signal schicken und du steuerst mit den Tasten dann diese Receiver. Resette doch mal und zeig ihm, wie genau das funktioniert. Hä? Mach ich doch die ganze Zeit, was soll ich denn zeigen? Gestern noch ein TikTok von einer gesehen, die ein Huntsman-Spider-Man-Nest in der Wand hat. Wo die Babys geschlüpft sind, ich wäre instant ausgezogen. Ey, manchmal gibt's TikToks, zum Glück so selten, wo wirklich so Jumpscares mit Spinnen sind. Und ich schmeiß das Handy durch den Raum. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Wie findet man sowas? Ich habe das eine Zeit lang anders gemacht. Mit einem anderen Modul, was viel, viel schlechter gelaufen ist. Viel unzuverlässiger. Dann kam eines Tages Oliver MKP hierher, um mal einen Name zu droppen. Und hat gesagt, du machst das so cool, es gibt auch noch die Methode. Und hat er mir das geschickt, was ich da gerade geschickt habe. Und hat mir damit gezeigt, dass es auch diese wunderschöne Methode gibt, die zwar um einiges mehr kostet als die Methode, die ich benutzt habe. Aber sie ist immer noch günstiger als die offizielle Methode, 4 GameCube-Controller zu benutzen, weil ein GameCube-Controller kostet 100 Euro. Und du findest überhaupt keine mehr. Gestern gesehen, dass DHL-Versand bei dem GBO 22,50 kostet. Von wo versenden die bitte? Ich weiß es nicht. Ach, Extreme BMX solltest du zeigen. Ach so. Das wird nicht kommen, wenn ich resette. Das kommt nur, wenn ich die Konsole ausschalte und komplett neu starte. Noob. GB Operator? Ja, GB Operator sollte keinen Zoll... Also du solltest keinen Zoll zahlen, wenn du den GB Operator bestellst. €22 wirkt ein bisschen zu viel. Es gibt eine so eine coole YouTube-Reihe. So ein Bio. So, ich finde es so faszinierend, wie Leute Biotope bauen.
Und da hat einer ein riesiges Biotop gebaut auf YouTube, was wirklich, ich glaube, so groß ist wie mein Zimmer hier. Und das ist komplett verglast außenrum. Und er hat da halt Pflanzen reingepflanzt und halt einfach super viele Pflanzen reingehauen. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, jetzt packe ich da Insekten rein. Und dann hat er kleine süße Insekten reingepackt, wo ich auch schon so, also Ameisen und vor allem so Roly-Polies, wie heißen die, halt so diese Dinger, die sich zusammenrollen können. Das mit den ganzen Ameisen kriegen. Ich kann es mir nicht anschauen. Ich sehe immer nur das Thumbnails und so eine leichte Vorschau. Asseln, genau, Asseln. So ein langweiliger Name auf Deutsch. Roly-Poly. Und dann hat er super viele von diesen kleinen Tieren rein. Und dann hat er auf einmal ein Video veröffentlicht, wo halt stand, dass er ein Predator jetzt da rein tut. Und ich gucke ganz interessiert, oh ja, was tut er für ein Predator wohl rein? Ein Hund? Nee, ich dachte mir schon, dass es irgendwie sowas ist. Aber dann fängt das Video an und dann sagt er so, I'm gonna put a Huntsman Spider in there. Und dann close up auf diese Spinne. Boom. Und ich so, ah. Gott, die sind so widerlich. Und ja, ich würde es mir so gern anschauen, aber der macht diese Videoaufnahmen, die der davon macht, sind halt so gut und so detailreich. Es ist so widerlich, diese Insekten. Aber ich finde es so faszinierend, wie Leute einfach so Biotope bauen und sie einfach funktionieren. Nature finds a way und dann macht er da so eine böse Spinne rein. Deswegen, ich weiß nicht, was da dann für Kriege entstanden sind. Ich kann es mir nicht anschauen. Aber ich würde gern. Ja, du meinst die Serie, die ich meine, die sind echt super. Krass produziert einfach. So eine gute Kamera, die der benutzt und die Story, die er auch dann erzählt. Und es ist einfach 20 Minuten, guckst in so ein Terrarium rein. Man muss die beiden Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren. Also 1 zu 8000 mal 1 zu 8000 ergibt 1 zu 64 Millionen. Genau. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier zweimal gleichzeitig ein Shiny kommt, ist 1 zu 4 Millionen. Oder wäre es 1 zu 64 Millionen. Aber wäre es nicht 4 zu 64 Millionen, weil ich 4 sehe? Spontan, jetzt so reingeworfen. Weil ich sehe ja 4 und nicht 1. Ich glaube, es sind 4 zu 64 Millionen anstatt 2 zu 64 Millionen. Ich weiß, einmal 1 ist 1, aber ich kann mir vorstellen, weil irgendwo muss ja auch eine 4 mit reinkommen. Nochmal Shiny Deoxys. Ich brauche 4 Stück. Das habe ich noch nie gesehen, Lex, aber ich stelle es mir gerade vor und es läuft mir kalt den Rücken runter. Ich habe letztens gesehen, das ist interessant, es gibt so Staubsauger, das kann man auch selber machen. Man muss einfach nur so Blaulicht an den Staubsauger vorne dran machen. Und das Blaulicht sorgt dafür, dass man den Staub tatsächlich sieht. Und dann merkt man tatsächlich, wie viel Staub man aufsaugt. Ich glaube, das will ich mal machen. Aber ich habe Angst, dass mich dann auch irgendwas anschaut. Papi, please. Don't kill me. Nee, das ist eine Regel. Also so habe ich es in Statistikvorlesung gelernt. Okay, dann 1 zu 64 Millionen. Papi, please. Das Beste beim Staubsaugen ist, wenn es richtig knirscht. Ja, wenn da so... Du merkst gerade, du hast eine komplette Staub... So eine, wie heißen die in Ghibli-Filmen? Die kleinen Staubknäule aus Totoro. Da ist eine ganze Familie aufgesaugt. Mm. Hatte gestern ein Shiny Bedivas in der Platin-Safari-Zone, welches nach dem ersten Mal geflüchtet ist. Das zieht mein Origin-Dex-Vorhaben so runter, will Platin nicht mehr starten. Oh nein. Erster Ball bei Bedivas, aber es war ein Bedivas zumindest, kein Bedisar. Aber... Weißt du, ich kann das toppen, nicht mit einer eigenen Geschichte, aber ich habe es auf Twitter gesehen.
Jemand war in der Safari-Zone, ich glaube feuerrot und blattgrün, und hat ein Shiny Dratini gefunden. Und das Frustrierende daran war, es ist nicht geflüchtet. Bevor es flüchten konnte, hat die Person alle 30 Bälle draufgeschmissen und die Durchsage kam, du hast alle Bälle verschwendet, bitte komm zurück. Das ist asozial. Wenn du 30 Bälle schaffst zu schmeißen und es bleibt nicht drin, das tut weh. Das ist auch geil. Die Person hat einfach so einen Twitter-Post halt gemacht, wo einfach nur drin stand, darauf kann man auch stolz sein. Und dann einfach ein Screenshot von 0 Safari-Bälle und ein Shiny Dratini. So geil. Das ist auch so ein Screenshot, den muss man sich aufbewahren. Das hast du auch gesehen? Ja, das sind so die Shiny-Hand-Dinger, die dann viral gehen. Das ist so geil. Deswegen würde ich nie beim Safari-Event mitmachen. Ich weiß nicht. Safari wird mich, glaube ich, auch brechen. Ich überlege gerade, ob es noch irgendein Safarimon gäbe. So ein typisches Safarimon, was ich noch bräuchte in Shiny. Ich habe Tropius, ich habe Venoflibis, ich habe Tangela. Was sind denn so typische Safarimons? Kangama. Ich habe tatsächlich nur einen Go-Kangama. Aber Kangama, oh mein Gott. Safari ist doch nice. Nee. Tauros, ja. Wenn du schon beim Radar meckerst, dass du nicht belohnt wirst, dann ist Safari viel schlimmer. Naja, wenigstens findet man das Shiny. Wenigstens ist es fair bis dahin. Und dann ist es nicht mehr fair, weil dann haut's einfach ab. Sichlor und Pinsir. Bei Sichlor und Pinsir muss ich immer an das Käferturnier denken. Kann man eigentlich im Käferturnier ein Shiny fangen? Bestimmt, oder? In Gen 2. Käferturnier Shiny. Ja, man kann es nur einmal am Tag machen, das ist frustrierend. Aber man kann die Uhr umstellen, aber das dauert lange. Das wäre lustig. Und dann letzter Platz werden. So ein Shiny Hornlio fangen und dann letzter Platz werden, weil es nur ein Hornlio ist. Und dann darfst du es nicht behalten, weil du bist der letzte Platz. Nee, so geht es nicht, aber das wäre mal eine lustige Hand. Nee, ich habe immer noch lustige Hands im Petto, die ich irgendwann machen will. Ich muss erstmal ein paar abarbeiten hier. Ich will immer noch das riesige, gigantische Wailord haben in Schwert und Schild. Und ich will immer noch das Pichu aus Pokémon Box Shiny handen. Ein Pokémon Box Shiny. Ein Pichu, das Surfer kann. Aber wahrscheinlich muss das Pichu Surfer verlernen, wenn man es auf Bank überträgt. Das ist dann wiederum nicht so geil. Das ist eine Frechheit, dass das so ist. Das verlockt mich fast dazu, das irgendwie auf die Switch zu cheaten, dass es Surfer haben kann. Das ist doch eine Unverschämtheit. Pichu kann Surfer haben. Warum soll ich das verlernen? Nur weil es eine VM ist. Unverschämt. Dienstag und Samstag, aber Uhrzeit ändern dauert doch nur eine Minute. Ja, nur eine Minute. Wie bei Entei, nur eine Minute. Das heißt 100 Minuten, 100 Käferturniere. Das Käferturnier dauert auch noch ewig. Wahrscheinlich muss man das Käferturnier... Nee, man kann ja so lange im Käferturnier sein. Ist die Frage, wie viel Pokémon findet man im Käferturnier? Das ist der eigentliche Reset. Also die Zahl im Reset dann. Nenn es doch Surfer. Ja, aber es soll ja Surfer können. Und dann auf Sonne und Mond übertragen und zu Alola Raichu entwickeln. Und dann hast du ein Alola Raichu, was Surfer kann. Gibt bestimmt auch andere Alola Raichu, die Surfer können. Aber das ist, glaube ich, das wäre, glaube ich, mein Plan. Dass ich Pichu in Pokémon Box Shiny hunte, Shiny Brüte genau genommen. Und dann dieses Pichu sollte ich doch nach Sonne und Mond übertragen können. Und wenn ich das in Sonne und Mond entwickle, sollte es doch zu Alola Raichu werden. Dann habe ich endlich mein Shiny Alola Raichu, weil das habe ich nicht. Ich habe kein Alola Raichu. Geht 30 Minuten das Turnier? Okay.
heißt 30 Minuten, 30 Pokémon oder mehr, 60 Pokémon. Und dann eine Minute Reset. Pokémon Challenge, Jirachi wäre doch auch was? Ja, ja, das ist auch auf der Liste, selbstverständlich. Und Manaphy fangen wir bald im April an. Im April ist Eggmonth. Und im Eggmonth, schrecklicher Name für uns, Eggmonth, werde ich meinen Manaphy anfangen. Es wäre natürlich insane, wenn wir das im April schon finden würden. Ich glaube, ich werde in einem Monat nicht mal auf 1000 Resets kommen, oder? Halbe Stunde für 4. Das heißt, man schafft in einer Stunde 8. Das heißt, wenn ich... Oh Gott. Allein wenn ich 3 Stunden streame, habe ich nur 24 Manaphys gecheckt. Hallo Michi. Pokémon Kolosseum, Igelava wäre doch auch was. Ja, 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 ja. Ich habe gehört, mein Alpha Shiny Igelava ist viel cooler. Das ich gekriegt habe, bevor Massenausbrüche, massive Massenausbrüche überhaupt ein Ding waren. Ja, 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 ja. Oder? Nee, ist gelogen. Stimmt nicht. Aber es war nicht in einer Runde von einem massiven Massenausbruch. Es war nur in einem normalen Massenausbruch. So ein großes Tornupto. Aber man kann das Turnier resetten. Ja, dann ist ja egal mit der Zeit. Dann darf ja nur der Tag nicht vorbeigehen. Dann wäre es ja sogar. Dann ist es aushaltbar. Allein wegen dem Ball. Wie meinst du wegen dem Ball? Welchen Ball meinst du? In Pokémon Box oder Safari? Was? Weil Käferturnier hat doch keinen eigenen. Hat einen Pokéball. Da gibt's noch keine Bälle. Oder meinst du Heart Gold Soul Silver? Ach, Heart Gold Soul Silver. Da gibt's da einen Turnierball. Ja, ich rede immer nur von OG. Ich rede nie von Remakes, weil ich keine Ahnung von Remakes habe. Ich dachte, wir reden von Gen 2 OG Käferturnier. Doch, Turnierball auch in Gen 2? Das kann ich. Ja, okay, aber was? Nein, was? Das kann nicht sein, weil in Gen 2 werden Bälle nicht angezeigt. Woher wollt ihr wissen, woher weiß man, dass der im Turnierball ist? Die Bälle werden nicht angezeigt. How? What do you mean? Weil es beim Beginn steht. Aber der Turnierball ist weg. Das wird in-game so gesagt, okay. Aber es gibt nirgends einen Beweis dafür. Man hat 30 Turnierbälle. Okay, okay, okay. Aber nirgendwo hast du einen Beweis dafür, dass es tatsächlich im Turnierball ist. Weil sobald du es überträgst, wo du den Ball siehst, ist es ein Pokéball. Das ist der Beweis. Okay. Für mich ist es ein Pokéball. Da steht zwar, dass du mit einem Turnierball wirfst, aber es ist ein Pokéball. In meiner Welt, in meinem Verständnis. Nur in Heart Gold Soul Silver wäre es ein tatsächlicher Turnierball, glaube ich. Für alle 4 Shiny ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 400 Billionen. Geil. Das heißt... Wenn in jedem meiner Bildschirme ein Shiny auftaucht, gleichzeitig 1 zu 400 Billionen. Schrödingers Turnierball. Genau, es ist erst ein Turnierball, wenn wir den Turnierball sehen. Solange ist es beides. Weißt du zufällig, wie selten ein weibliches Shiny Elite Empoleon ist? In PLA? Also ich kann dir nur sagen, dass Starter mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,5% weiblich sind. Das heißt, du hast schon mal 12,5%. Und dann, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pokémon in Legends Arceus ein Alpha ist, ist 2%. Oder sogar noch geringer als 2%.
War es nicht 0,2%? Nee, 2%, dafür kommst du zu oft. Maximal 2%? Ja, ich glaube, es war irgendwas dazwischen. Das heißt, du bist bei 1 zu 8 mal 1 zu 50. 1 zu 8 mal 1 zu 50 ist was? Mal 50, 400. 1 zu 400 ungefähr. Dass es überhaupt Elite ist und weiblich. Und dann musst du halt dein Shiny nochmal draufzählen. 1 zu 800 mal 1 zu 100 wäre 1 zu 8000. Nee. 1 zu 80.000? Nee. 1 zu 800 mal 1 zu 100. Mit 1 zu 80.000. Damn. Aber wenn du in Massenaufläufen, also massiven Massenaufläufen suchst, kann es ja sein, dass immer die letzte Runde vielleicht Alphas hat. Nur Alphas. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ hoch. Aber dann hast du trotzdem die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 8, dass es überhaupt erst weiblich sein muss. Also da kannst du lange suchen. Das ist möglich. Du checkst einfach, du machst natürlich den Pokédex-Eintrag. Moment, hast du von Shiny geredet? Ja. Du machst natürlich den Pokédex-Eintrag von der ganzen Reihe voll. Also von der Empoleon-Reihe. Und dann fliegst du über die Stelle, wo die auftauchen. Das heißt, du gehst in die Karte rein, fliegst über die Stelle, raus. In die Karte rein, fliegst über die Stelle, raus. Das machst du die ganze Zeit. Beziehungsweise, wenn du einen massiven Massenausbruch siehst, gehst du natürlich da rein. Gehst aber natürlich nur da rein, wo du weißt, dass dort die Reihe als Auflauf erscheinen kann. Nicht auf jeder Karte können die erscheinen natürlich. Ich weiß gerade nicht, wo Plinfa erscheinen kann. Wahrscheinlich in der Kobaltküste und kann sein, dass es auch im Schneegebiet Plinfas gibt. Aber ja, wenn du natürlich Massenausbrüche findest, gehst du natürlich erst recht rein und suchst nach Plinfas. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass es Shiny ist und auch noch höher, dass Elites drin sind. Aber es ist sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Also kann man bei PLA, kann ich dir keine direkte Zahl geben, weil es eben komplett drauf ankommt, wo du gerade suchst. Aber ich würde mal sagen, im schlechtesten Fall ist es 1 zu 80.000. Wie ist eigentlich deine Meinung zum Mega Glurak Z nächstes Jahr? Ist halt ein grünes Glurak. Ich habe auch was Interessantes gesehen, was mir ein bisschen schon wieder zu weit ging, aber okay. Und zwar, wir hatten in Platin Origin Giratina, also haben wir in PLA Origin Dialga und Origin Palkia bekommen. Wir haben in Wir haben in Ultrasonne und Ultramond haben wir ein Sigard gekriegt mit der Full Power Version. Wie heißt es? Full Power, Full Overload. Keine Ahnung. Und jetzt sagt man halt, okay, das heißt, wenn wir Sigard gekriegt haben als neue Version, Full Power Version, dann kriegen wir Yveltal und Xerneas als Max Power Version. Keine Ahnung. Die Menschen versuchen sich ihre Regeln zu bilden. Optimumform. Battlebots. Transform. Ja, und wie mit dem neuen Djinn in PLA soll jetzt neues Kapu kommen? Yep. Kapu Guard. Kapu Kaka. Wäre es mit Kapu Kaka?
Okay, langsam haben wir genug Resets gemacht. Wir sind schon von 1132 Resets heute. Cabo Drago, wir brauchen mehr Drachen. Ja, jetzt muss irgendwas Ominöses sein. Es kann nicht einfach Drago heißen. Es muss sowas wie Capo Kaka sein. Aber Capo Pipi. Capo Papa. Capo Mama. Capo Faka. Capo Kaka. Capo. Ich bleib hängen bei Capo Kaka. Genug. Was kommt nachher? Was? Nichts. Vielleicht nenne ich das Drachen Evoli. Capo Voli. Capo Leo. Bin ich dabei. Gibt es einen bekannten Pokémon-Charakter, der Leo heißt? Nein, es gibt nur Leon. Und der ist im Englischen auch noch, im Deutschen heißt er auch noch Deleon. Und das ist nicht mein Deleon. Lass uns auf 3200 gehen. Das kriegen wir hin. Nein. In der Zeit finde ich 10 Deoxys. Vorspulen auf ich in 3 Monaten, wie ich bei 32.000 sitze. Noch kein einziges. Ist das alles Emulator? Nö, das ist alles Original GameCube. 4 GameCube-Kubi gleichzeitig. Willst du gucken? Willst du gucken? Guckst du hier? Kamera, geh rüber. Kamera. Rüber. Schneller. Vier Kubusse. Ein Controller. Four Cubes, one Leo. Spielst du am wahren Final Fantasy 7 oder das Remake? Das Remake natürlich. Ich spiele nicht das Original. Runtergeladen ist es. 150 GB. Zackig, knackig auf der PS5. Aber wie immer, nichts versprochen. Aber also ich werde hauptsächlich jetzt noch und dann das ganze Wochenende das Video weiterschneiden. Und ich habe so wenig Bock drauf. Das ist so anstrengend. Und dann werde ich nicht mehr kann. Außer ich kann und ich bin im Flow. Das Video geht vor. Aber wenn ich kann und Bock habe, dann will ich Final Fantasy 7 spielen. Im Stream. Da sind sie mir knallhart. Wenn auch nur einer Aerith's Namen in den Mund nimmt. In Verbindung mit irgendeinem Schwert. Hol ich die Polizei. Man muss sich nur vorstellen, du würdest das aufeinander GameCube aktuell machen, dann wärst du ja viermal so wenig schnell. Was? Aufeinander GameCube? Was meinst du? Wenn ich das nicht machen würde, dann wäre ich viermal so langsam, ja. Tiefer besser als Aerith? Das sowieso. Natürlich. Gameplay ist nochmal einiges besser als beim Remake, das kann ich schon mal sagen. Ich habe die Demo gespielt und ich hatte ein bisschen Probleme. So, ich hab die Texte nicht gelesen. Ich habe nicht ganz gecheckt. Muss ich neben den Leuten stehen, dass wir unsere Synchro-Fähigkeit auspacken können? Und es ist schon, ein paar Sachen sind neu vor allem. Und die Chocobos sind zwar super süß, aber ich mache die Steuerung von den Chocobos nicht so. Ich bin lieber tatsächlich zu Fuß gelaufen, als auf denen geritten.
Aber es war geil. Also es sind jetzt minimale Probleme, die ich hatte. Und es lag auch nur daran, dass ich nicht gelesen habe, wie man spielt. Weil ich dachte, ich kenne Final Fantasy 7, lass mich. Und dann so, was? Warum verliere ich? Bei dem einen, ich habe alle Missionen auf 3 Sterne gemacht und bei der einen checke ich immer noch nicht, wie ich den in Schock-Zock-Schock-Zustand kriege. Also wie ich den schockanfällig mache. Das ist der Unterschied. Schockanfällig und im Schockzustand. Aber ich liebe dieses Schock-Ding. Das haben sie ja in... War das in Final Fantasy 15 schon drin, dieses Schock-Ding? Ich kann mich erinnern, dass es auch in Final Fantasy 12, D13 drin war. Nee. 13? Ja, 13, ne? Ja, doch, 13. Aerith ist besser als alle anderen. Da finde ich ja Ding noch besser. Mogul. Nee, Cayde Sith ist ja da noch besser. Aber ich werde es auf Japanisch spielen. Also wenn ihr Angst vor Spoilern habt, dann müsst ihr einfach nur lurken und nicht hingucken, weil ihr werdet kein Wort verstehen. Erisu! Kuraudo! Schock gibt dem Fight einfach so diesen so, jetzt wird draufgehauen Aspekt. Ja, ich mochte dieses Schock schon immer. Aber es ist demotivierend, wenn du nicht rausfindest, wie du schockst. Weil dann geht halt der Lebensbalken gar nicht runter. Und dann probierst du so viele Sachen aus und dann hier eine Magie und da eine Magie, dann hast du die Magie nicht dabei und dann machst du der Schockschuss, dann bringt nichts und tiefer ist eigentlich die Schockqueen. Ich weiß noch, dass ich habe das Remake auf 100% gemacht und da musste man am Ende auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad den, also Sephiroth sowieso, aber die Trainingsground und sowas auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, am Ende alle Bestien hintereinander, es war hart. Aber mit der Taktik ging's und die Taktik war, dass wirklich tiefer die ganze Zeit nur am Schocken ist. Weil die hat so eine Fähigkeit, mit der sie den Schockbalken erhöht. Aber das habe ich alles diesmal im... Das habe ich in der Demo jetzt alles nicht versucht, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach weiterspielen soll, weil ich habe das Gefühl, ich habe nicht angefangen mit dem Spiel. Ich fand, irgendwie soll die Demo ja der Anfang vom Spiel sein. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Spiel so anfangen sollte. Es hat sich nicht angefühlt wie der Anfang vom Spiel. So, wo sitzen die? Wo sind die? Wie sind die da hingekommen? Auf einmal sitzen die da. Auf einmal erzählt er eine Geschichte. Auf einmal sind die auf dieser Steppe. Oh. Irgendwie fehlte mir dieses Ganze von A nach B. Es war halt ein Rückspann. Ich habe noch nicht... Aber wenn ich jetzt halt auf dem richtigen Spiel bin, die Demo habe ich deinstalliert. Wenn ich jetzt auf dem aktuellen Spiel bin, steht da weitermachen. Aber dabei habe ich das echte Spiel ja noch gar nicht gespielt. Deswegen vermute ich, dass es einfach jetzt nach der Demo weitergeht. Also nachdem ich diesen Fisch besiegt habe. Aber ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel noch gar nicht angefangen. Ich fand es ein bisschen komisch. Aber ich habe auch keinen Bock, nochmal alles zu spielen. Naja, ich bin sehr gespannt, was sie machen, weil Clouds Erinnerungen an Nibelheim können nicht seine gewesen sein. Das macht keinen Sinn, aber es ist ja sowieso alles neu. Deswegen könnte es sein, dass es seine Erinnerungen sind. Aber warum kennt er dann Tifa nicht? Und wieso, wo zum Teufel ist Säcke? Sacke? Wo zum Beispiel ist der Sack? Keine Ahnung. Bin sehr gespannt. Du hast noch nie FF gespielt? Na, verpasst du einiges. Ist halt einfach epic. Die Musik. Gott, dieser geile Moment wieder. Immer diese eine Szene, wo Sephiroth im Feuer steht. Und ich habe die schon in so vielen Spielen, wurde die wieder aufarbeitet. Das ist jedes Mal so geil, wie aber die Musik kommt und dann dreht er sich um und schaut durchs Feuer in die Kamera. Oh! Ist einfach epic. Einfach, Final Fantasy ist einfach epic. Vor allem, und auch 16, ich habe 16 nur die Demo gespielt, aber allein die Demo von 16 war einfach pure Epicness. Diese Musik. Scheint ihr bei 3, 2, 2, 4. Aber ich höre jetzt auf. Wir sind bei 3, 2.
Geht's 3, 2, 2, 2, 4 kann man durch 4 teilen, ja. Warum nie gespielt 16? Keine Zeit. Ich muss doch Shiny hunten. Ich mache nichts anderes als Pokémon spielen. Und wenn ich ein anderes Spiel spiele, dann spiele ich es hier on stream auch. Ich habe einfach keine... Ich finde keine Zeit. Sagen wir es so, ich finde keine Zeit. Okay, stopp. Stoppe. Du darfst es nicht anschauen, sonst musst du auf die 3300 gehen. Ach so, du meinst, das da ist jetzt die Nummer 4? Nee, weil ich zähle den Reset, wo das Logo ist. Das heißt, der Reset, jetzt gerade sehen wir, ach so. Es kommt jetzt darauf an, wann wir angefangen haben zu zählen. Aber ja, okay, wenn wir halt wissen wollen, welches ist, muss es so sein, dass das jetzt die 4 sind. Das heißt, das hier wäre 2201, 2, 3, 4. Na gut. Sollen wir es so rechnen? Dann sind es halt jetzt 3, 2... Okay, ich gehe auf 3, 2, 2, 4. Aber nur um dir zu beweisen, dass es nicht shiny ist bei 3, 2, 2, 4. Aber auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du 7? Auf normal? Es fühlt sich komisch an. Also ich spiele immer meistens auf normal. Wenn es schwer gibt, spiele ich auf normal. Aber jetzt, wo es einfach und normal gibt... Also ich fand den Fisch, der war schon nicht so leicht. Dieser Fisch war schon eine kleine Herausforderung. Spielst du auf schwer? Kann man auf schwer stellen? Also normal ist schwer, oder? Weil es gibt ja nur einfach und normal. Du hast deinen Glomanda gefunden nach 71k. GG, was willst du machen? Ich bin der Kölsche Jung, was willst du machen? Gibt noch dynamisch nach normal. Ah. Wie hast du eigentlich das Ticket auf deine Fire Red bekommen? Gibt es da einen Glitch? Hier, das ist einfach der Pomme-Glitch. Der funktioniert nur leicht anders. Du müsstest googeln nach dem Unterschied. Und dann mein Video befolgen und den Unterschied halt einfach machen. Das ist einfach ein kleiner Unterschied. Wie findest du Urgel? Du kannst mich mal! Du machst das doch absichtlich, du dummer kleiner Troll. Jeden Tag. Wie findest du Urgel? Wie findest du Urgel? So. Stopp. Nee. Warte, ich hab's nicht angeguckt. Ah! Warte, wir gucken jetzt an die nächsten und resetten nicht. Stimmt schon. Wir haben alles, ist alles richtig. Nein, wir müssen nicht weitermachen. Wir haben die letzten nicht angeguckt. Wegen dummen Tempelritter. Jetzt sehen wir die 3, 2, 2, 1 bis 4. Nix. Buh. Oh, schau, wie du gelogen hast. Und jetzt sag nicht, ja, du hast das Shiny gerade überresettet. Hätte ja klappen können, ich wusste es. Ja, okay. Ja, okay. Bam, bam, bam.
bam, 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 bam. Das war es für heute, meine Lieben. Wir hören jetzt auf. Wir haben genug Deoxys gemacht. Macht auf jeden Fall mehr Bock als Entei, weil man schneller vorankommt. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich stream, also ich mache hauptsächlich, ne, ab jetzt, die nächsten 10 Tage, power ich durch das Gen 4 Video durch. Deswegen, es kann sein, dass ich weniger streame. Ich habe aber vor, immer dann, wenn ich streame, es nachts zu machen mit Final Fantasy. Weil ich das Spiel liebe und mich interessiert die Story. Und bevor ich gespoilert werde, spiele ich die Story durch. Wahrscheinlich sollte ich es deswegen privat spielen und nicht on stream, weil dann irgendwelche Idioten reinkommen und sagen, er stirbt. Aber mal schauen. Deswegen, immer wenn ich Bock habe und weg vom Schneiden möchte, lege ich Final Fantasy 7 ein und gehe live. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Stay forever young. Und Bussi. Und vergesst nicht, Legends Arceus. Wir bekommen ein neues Kapu Kaka. Tschüss.